Wie diese Diskrepanz zwischen erwartet die Regie noch was oder kommt von uns? Ich hatte schon gesagt, okay, oh, komm mal, wir sagen nichts. Ich kann die Regie verstehen, weil die denkt sich, okay. Ah, ich glaube, der Linke will was sagen. Ah, nee, ach, es ist diese Art, wo die nichts sagen. Das ist schon klar. Das ist ein bisschen unfair. Warte erst mal ab, dann die bitterböse E-Mail im Nachhinein, die wir dann schreiben, von wegen, das ist Kunst! Entschuldigung, Regie, ich wollte nicht es so laut schreien. Wenn wir sagen, es ist Kunst, Kunst muss ja auch nicht beliebt sein. Es muss nur von einem Künstler stammen. Nein, Kunst heißt es ja einfach, ich weiß nicht ganz, was ich damit anstellen wollte. Kunst! Ja, dann habe ich meine Zeit nicht verschwendet. Gutes Fallback, ist auf jeden Fall immer Kunst. Schön, dass wir wieder mal weitermachen können, Simon. Das ich freue mich auch. Hat lange gedauert, ne? 2 Wochen, bis wir Deadly Premonition endlich weiterspielen konnten. Genau, inklusive der ganzen Gamevasion-Sachen, wo wir ja auch kreuz und quer unterwegs gewesen sind. Das hat alles noch mal so Stock in die Speichen mit reingetan. Bevor wir anfangen, ich bin hier angekommen, dann, okay, es geht gleich los, abwarten. Und da liegt noch dein Moin Moin. Ja. Du hast dir. Ohne Ton, ne? Ohne Ton. Ist die beste Art, meine Moin Moins zu gucken. Eigentlich, ich guck grundsätzlich deine Formate ohne Ton. Ja? Ich habe auch, was du nicht weißt, ich habe immer, wenn wir gemeinsam Formate machen, habe ich Ohrstöpsel drin. Und ich mache Lippenlesen. Ja? Hello, Darkness, my old friend. Ja, das Beste ist aber, ich kann kein Lippenlesen, deshalb interpretiere ich einfach, was du immer sagst, einfach so. Völlig für mich war das normal. Damit kann ich leben, Gregor. Warum zeigst du den Donny-Kopf die ganze Zeit? Entschuldigung, ich muss den Gag erst kurz wegmachen. Ja, ich weiß. Okay, der Donny-Kopf, das ist der Simon-Kopf, der aus, weil Donny und ich halt irgendwo ähnliche Ähnlichkeiten haben. Gut. Leute verwechseln ihn gerne mit Donny. Das sieht so aus, als ob du und Donny euch die Fliege von 1986 angeguckt haben und zusammen gesagt. Also wir zusammen in den einen. Ja, ihr seid in den einen eingegangen. Am Ende kam nur einer raus. Und ich frag mich, wo die Pappe herkam. Da war der Booty-Kopf noch mit dabei. Das Beste aus beiden Welten. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich find das super. Es ist genauso, wie ich es mir gewünscht habe, weil der Booty-Kopf sieht ja auch nicht aus wie Booty. Nee, absolut und nicht. Es ist so dieses Scheppe, ne, was ich so mag. Guck mal nur als Beispiel. Der Nils, gut, der sieht schon fast wieder, das hat ja die Dame gemacht, die auch den Booty-Kopf gemacht hat, die uns heute hasst. Aber als sie uns noch geliebt hat, hat sie noch Nils auch nochmal nachgebaut. Und der sieht zu gut aus. Der ist eindeutig zu gut, deswegen hat das keine Bedeutung. Wenn sie uns hasst, kann sie deinen Kopf nochmal bauen, weil ich will einen Pappkopf aus Hass gebaut sehen. Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, Hass ist für die Kunst eine sehr gute Emotion. Ja, ja. Und dann wird so richtig, das wird so richtig dann sichtbar. Kunst und Sex. Da sagt er nichts Falsches, ne? Das wisst ihr selbst. Obwohl, haben wir gerade einen neuen Podcast erfunden? Kunst und Sex? Hoffentlich nicht. Ja. Oh, ja. Sag mal, Gregor, hast du eigentlich auch, wie viele Podcasts hast du? 700. Nein, aber ich meine, du hast natürlich, du bist der Stellvertreter für Plauschangriff. Ja. Du bist ja der Godfather of, genau, of Podcasting. Genau. Naja, zumindest in dem Eckchen hier. Und dann, warte mal, lass mich mal gucken. Dann hast du hast ja deine, warte mal, wie heißt das? Gedankensprung? Ja. Genau, es sind und so. Und dann hast du noch hier? Nee, nicht wirklich, aber ich pack das einfach alles, was ich mache, ob es jetzt YouTube-Videos oder andere Sachen sind, kommen dann so zu. Ach, wenn man einen Podcast draus machen kann. Auch Sprite-Seeing? Ja, Sprite-Seeing ist ja ohne Reden. Ja, Sprite-Seeing sind Let's Plays, Retro-Let's Plays. Also, ach nee, Moment, war das mit Let's Play? Ich dachte, dass du da nur so durchläufst und dir quasi die Locations anguckst. Naja, das war so der Gedanke, als man noch dachte, oh, Let's Play schreibt ja jeder zu seinen Videos, lass mich was Originelles machen. Kreativität will keiner. Die Leute wollen denselben Scheiß. Hast du schon Fall Guys gespielt? Ich kümmere mich jetzt um deinen. Noch nicht. Ich kümmere mich jetzt. Also Mann, ey, du willst offensichtlich keine Klicks, ne? Ich kümmere mich jetzt um seinen YouTube-Kanal. Ich habe Monkey Island 2 gespielt. Ja, habe ich gesehen. Habe ich sogar. Hättest du gesehen, dass ich dir für dich Werbung gemacht hast habe? Hast du Werbung gemacht? Wenn du mit Ton. Oh, ich habe nämlich erzählt, der Gregor hat 5,5 Stunden lang in ein Video gepackt. Das ist das, was ich mir immer wünsche. Das ist was das, schlecht für den Algorithmus ist. Das aber, ist ja, das ist nicht so toll für den Algorithmus. Aber gut für die Videoaufbewahrung. Ganz im Ernst, bevor man, wir spielen auch gleich Deadly Premonition 2. Ja, wir spielen dieses es, andere. Es ist ja eine andere Sache, als wenn wir hier dann mehrere Stunden zusammensitzen und so lange Spiele zocken. Das kannst du auch nicht für lange, ganz lange Spiele machen. Allerdings, wenn ich früher so Let's Plays hochgeladen habe, ne, man hat angefangen, oh, gang und gäbe auf YouTube sind so 10-Minuten-Videos, vielleicht ja, auch ein bisschen weiß, editiert. 20 Minuten, ne? Ja. Das war so ungefähr der völlig verrückt. Genau, wo vorher noch, ich glaube wegen des 10-Minuten-Limits ist es einfach noch weitergegangen, weil du konntest maximal nur 10 Minuten Videos hochladen. Ja, das kannst du am Anfang auf jeden Fall. Ja. Ich habe am Anfang dann, okay, ich wollte das noch ein bisschen runtercutten, Langeweile raus, ja, ich habe Gegenwind bekommen, ordentlich, schneide nicht deine Let's Plays! Na? Das mag die nicht. Es sei denn, die Leute wollen Geschnittene sehen. Und
Wozu so ein Let's Play, wenn ich mich da hinsetze und die Zeit habe, es am Stück zu zocken, wobei ich kann die Aufnahme auch pausieren und dann am Tag weiterspielen und so weiter, solange das da läuft. Aber ich meine, dann hast du ein Video, was alle Klicks und Views hintereinander hat. Die Leute können gucken, wann sie es wollen. Und du hast dann nicht immer Teil 500 von 734 mit 4 Klicks oder so. Das ist mehr oder weniger auch, warum ich denke, dass es optisch doch besser aussieht, wenn du ein Spiel in einem Video hast, wo dann halt, sagen wir mal, 50.000 sind statt 50, 40, 30, 20, 10. So. Ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Vor allem, ich denke, die Leute hören doch dann auf zu gucken, gucken morgen noch mal wieder, gib noch mal einen Klick. Also so denke ich mir das. Eigentlich ist das doch nicht dumm. Aber wir machen es auch aus gutem Grund nicht. Der Anton sitzt wahrscheinlich hinten im Laufen schon so wie in diesem Gift. Was zählen die da wieder? So tropfenweise der Shit runter. Denkt, Alter, ihr habt wirklich gar keine Ahnung. Kann sein. Wir labern einfach nur. Ne? Es ist immer die ominöse Watchtime. Ne? Und du hast zwar weniger Klicks auf solchen Videos, weil die dann auch so ein mega langes Video, aber die Watchtime ist größer, also gleicht sich das aus im YouTube-Kosmos. Zumindest für einen kleinen Kanal wie bei mir. Die Frage ist, wie ist die Watchtime bei diesem Spiel? Es ist auf jeden Fall, die Watchtime ist nicht die beste Time, die ihr habt. Wenn wir kurz mal ins Spiel gehen könnten, gehen wir mal rein und Augenkrebs erzeugende Ruckeleinlagen. Ist das schon besser geworden oder bin ich ich weiß nicht, ob der Typ da tanzt oder einfach ruckelig geht. Ja, ich glaube, er geht ruckelig und meine Ruckeligkeit hat so Doppelruckel. Ja, das ist so ein da bisschen, ist er wieder flüssig. Du bräuchtest noch so ein Breakbeat drunter, ne? So 80er Jahre. Muss man den Krogi fragen, ja. Rocket. Ja, genau. Was stehen da für Leute überhaupt da draußen? Ich bin ja auch interessiert, die sind plötzlich eher links hier, ist ein bisschen bewegungsarm. Aber die stehen ja einfach rum, ne? Sie ist auch eigentlich topmodisch. Also für diese Location, muss ich sagen, ist eigentlich modisches Setup. Sag mal, Schuhe, ist das Knie, ist das ein langes Shirt oder geht das in einen Rock über und ich erkenne es nicht? Das ist das Shirt, das eigentliche T-Shirt von ihrem Freund, ja, was sie einfach kaputt gemacht und langgezogen hat. Und der Freund muss gute Miene zum bösen Spiel machen, obwohl er dieses teure Shirt gerne selbst getragen hätte. Und dann ist es halt nach unten hin so ausgeleiert. Weißt du, es ist aber auch eine Situation, die man natürlich dann bessere Hälfte mäßig auch forcieren möchte, ne? Das ist ja so dieses Klischee, ne? Frühmorgens, ja, sie zieht schnell das Shirt vom Mann an irgendwo, und so. Irgendwo kommt das ja auch her. Denke ich. Kann man das am besten forcieren? Es klappt nie, wenn ich meine Sachen da auslege und dann, nee, das zieht nicht an. Scheiß drauf. Genau, wenn du so schon so drapierst und in der Hoffnung, dass sie dann die und die Sachen, klappt nicht. Ja, weißt du noch, wo wir waren? Ja, wir haben schon in der Moment, wie kann ich mein Skateboard? Ja. Da hast du das Skateboard. Sie wird zu einem Skateboard. Das finde ich am besten. pushen. Push. Push it real good. Push. Also. Sind die Räder dann die Hände und Füße, die ganz schnell so machen, wenn sie sich in das Skateboard verwandelt? Ey, warum gibt's das nicht? Warum gibt's kein Skateboard, wo einfach so kleine Hände sind, die ganz schnell krabbeln? Ich sehe das Serienintro, das kleine Mädchen geht zur Schule und dann wird es von einem wilden Skateboard gefützt. Genau. Was passiert hier? Oh mein Gott! Und dann trifft sie aber auf so einen Pro-Skater und die beiden zusammen erleben dann krasse Abenteuer. Genau, und da sie ein kleines Mädchen ist, ne, gleicht sich das aus durch die verschiedenen Typen. Ne? Ja, und sie zeigt ganz schnell, dass sie nicht auf sich rumtrampeln lässt. Ja, genau. Don't step on me. Don't step on me! Und dann, in der einen Folge kommen sie dann in die Community, wo auch Leute Skateboards sind, aber die sind die Step-on-me-Fraktion, die Fetischleute. Okay, Joe, ich habe ganz stark geschrieben. Finde ich großartig. Ich finde auch, wir haben ja direkt. Oh Gott. Okay, ganz kurz, zurück. Das ist so dämlich, dass hier zurück B ist. Ich werde es nie checken. Das wird eh ganz diese dämlich. Verdammten Japaner, dass die sich nicht einmal einigen können auf den Rest der Welt. Das ist doch wirklich bescheuert, oder? A und B ist falsch bei euch. Aber wir haben das zuerst gemacht. Egal, die anderen haben es besser gemacht. Warum machen sie dann einfach nicht A und B? Also, da machen sie japanische Schriftzeichen von mir aus draus. Ne? Da steht irgendwie Sho und Hai. Genau, also. Sho und Hai. Dann schon passt das alles. Guck mal hier auch, wie ich über alles. schade. Du bist gegen die Betongurken da. Aber Moment, wie komme ich denn dann jetzt auch überhaupt dahin? Ja, du hast ja doch. Ach, da ist hier, du kannst zum Zug, glaube ich, hin oder so. Du hast übrigens auch eine Questliste, ne? Wenn du dich erinnern möchtest. Ach, tut mir, ich sehe gerade, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Ich wollte mal gucken, wie weit es geht. Aber ich habe ja hier eine Aufgabe. Das ist doch Open World. Das ist so schön. Da möchte man sehen, ja? Wie die USA 2020 noch ausgesehen hat. Bevor alles verbrannt ist. Wie eine Zeitreise. So, jetzt warte mal, hier, das habe ich mir selbst markiert, oder? Das ist kein, oder muss ich hier? Ja, das Gelbe hast du dir selbst markiert, genau. Wenn ich mich recht erinnere, wir haben Bowling gespielt gegen die alte Dame.
Genau, das hier. Erzählen Sie die Alligatorfigur vor dem Hause, während sie zu Hause ist. Das ist schon so eine komische Aufgabe. Kannst du erinnern, was das war? Oder soll ich es rekapitulieren? Wir haben die in diesem Voodoo-Laden gekauft, oder? Genau, wo der Zen-Meister gesagt hat, ich glaube, diese Figur ruft nach ihnen und uns einen kleinen Alligator gegeben aus Plastik. Und den müssen wir jetzt da benutzen. Den müssen wir bei der alten Dame platzieren, damit die abgelenkt ist und wir auf ihrer Bowlingbahn bowlen können. Natürlich. So klar. So funktionieren die Rätsel hier. Absolute Logik. Jetzt höre ich schon die Ersten, die sich beschweren, Gott, ist das Spiel hässlich. Ja, es ist nicht das Hübscheste, aber es sind wirklich die inneren Werte. Plus, das Spiel hat einen sehr reichen Papa. Also da wäre ich vorsichtig, da würde ich vielleicht mal gucken, würde ich erstmal vielleicht in die Forbes 100-Liste gucken, ob sie dadurch noch nicht doch ein bisschen schöner wird. Auch, es ist ja noch am Wachsen, es wird ja noch, Patches man weiß nicht, was noch draus wird. Patches stehen aus Updates, DLCs, da kann man einiges noch tun. Und ihr wisst, Leute, na, ja, die ihr heute als hässliche Endline bezeichnet, na, you don't know what you're missing out on. Ja. Na, da kommen die Memes, du weißt ja, ne? He didn't know that you turned out like this. Das ist Angelina Jolie, war doch so ein Fall, ne? Die wird auch gerne benutzt. Ich meine, sie sah aber auch nicht schlecht aus als Kind, aber sie wurde halt zu einer völlig anderen Person, als sie dann unter Messer lag. Als sie bei Dr. Schnippelmeister ist. Dr. Schnippelmeister. An niemandem lasse ich mir gerne so herumschnippeln wie von Dr. Schnippelmeister. Wenn ich Dr. Schnippelmeister heißen würde, würde ich aber bewusst Schuster werden, um Leute zu verwirren. Ich gehe zu Dr. Schnippelmeister für die Schnürsenkel. Für die Schuhe. So, ich habe gedacht, ich habe vielleicht Probleme, so früh morgen wieder in die Stimmung zu kommen, aber die Hirnleistung ist schon alles gut. Egal. Ja, fehlende Hirnleistung hilft sogar. Was? Ich habe gerade $6. Ich habe $6 ab, weil ich gegen den ernsthaften Typen angefahren. Vor allem, wem hast du das gerade gezahlt? Du bist doch der Polizist. Genau. Ja, habe ich mich selbst festgenommen, habe ich mir das selbst gezahlt, gebe ich das von dann weiter? Von der linken in die rechte Tasche. Okay. Haben wir es. So, jetzt sind wir schon ein bisschen zu früh. Sag mal, da ist ja keine Minute vergangen. Nee, 11:32 ist es. Okay, hier sind wir. Das ist die Rückseite. Falsche Tür wohl, ja? Ja. Du wirst doch nicht bei der alten Dame von der Hintertür ankommen. Nein, nein, ich lege ihr das Krokodil schön auf die Vorderseite. Platzieren. Es ist. Timing, Zach. Ja. Ja, das wusste ich doch. We need to place the figurine in front of her house when she's home. Otherwise it'll be useless. Let's come back later. Kann man denn jetzt die Zeit vordrehen? Ja, das kann man. Aber du musst ein bestimmtes Item haben. Ich hoffe, dass wir welche dann davon haben. Zeit kann man nur durch Rauchen voranschreiten lassen. Also, und du brauchst spezielle Zigaretten, weil bestimmte Zigaretten mal eine Stunde, andere fünf. Ach, weil man so mit dem Tode näher kommt, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Du drehst nicht an der internen Zeit, sondern an deiner Uhr. Deiner Zeit, ja. Guck mal, ob du Zigaretten dabei hast. Gummischrot. Nee, weil ich so einen Scheiß nämlich nicht brauche. Aber dann müsstest du bei einem Laden Zigaretten kaufen. Zum Beispiel vor dem Polizeirevier ist, glaube ich, ein Kiosk oder bei dir im Hotel. Wenn ich das nicht. Das macht mich fertig. Falsch im Kopf hab. Jetzt hol mal bitte, was ist das hier eigentlich? Was könnte ich hier? Oh, schieß einfach mal drauf. Nee. Sicherheitshalber. Ja, komm mir näher! Genau. Er hatte eine Waffe. Die alte South Park Defense, ja. Er hat mich komisch angeguckt. Ich hab ihn nicht erkannt. Schnell in den Briefkasten eine Waffe legen, bis es hält. Und eine Line Koks. Nee, Moment. Drogen und Waffen. Du schießt auf den Briefkasten und packst dann die Waffe, mit die du geschossen hast, in den Briefkasten. Der hat mich bedroht. Aber die Schüsse gehen noch rein. Der hat mir auf mich geschossen. Wie bei Liebesgrüße in Peking, ne? Mit der Pistole, die beim ersten Mal da vorne schießt und beim zweiten Mal nach hinten. Das ist immer noch das Beste. Die perfekte Verwirrung. Erst schießt sie nach hinten, dann nach vorne. Das ist genial. Ja, dann wieder nach hinten. Ja. So, da kommt nichts, ne? Kein gutes Zeichen. Da kommt nichts, ne? Ich dachte, okay. So, wir wollen die Zeit. Das waren jetzt 6 Minuten. Oh Mann. Was steht denn in der Questliste für eine Uhrzeit, wann wir da sein sollten? Ja, abends. Also da steht sowas wie 22:30 Uhr. 22:30 Uhr bis 6 Uhr. Also wir sind 11 Stunden zu früh. Kann ich nicht irgendwas anderes schon mal machen, sicherlich, oder? Kann ich doch. Nein. Dieses gequälte Nein. Nein. Na gut, dann kaufe ich mir jetzt Kippen. Also klar, schau dich um. Ich weiß nicht, ob du da noch was extra machen kannst. Ne? Das ist auch schon ein bisschen her. Stopp. Es läuft flüssiger. Stopp. Vielleicht ist das auch Stockholm-Syndrom. Oh, hast du gesehen? Geil. Hast einen Wheelie gemacht hier.
Oh, geh ins Kornfeld. Da sind die Kinder. Ein Bord im Kornfeld. Glaubst du, du musst aufpassen, sonst überfährst du Jürgen Drews und kriegst wieder eine Vertragsstrafe. Der Geld wird abgezogen. Jedes deutsche Kornfeld muss mindestens einen Jürgen Drews innehaben. Wäre das eine Ironie, wenn Jürgen Drews heimatlos dann wird und der im Kornfeld schlafen muss? Kornfeld, ich wette, ganz viele Leute würden ihm über Twitter ihr Kornfeld anbieten. Ja, nee, ich sag dir, das sind dann die Social Media Geilen, ja, die über Twitter hauptsächlich die Likes für das Bild von Jürgen Drews haben wollen, aber helfen tun sie ihm nicht. Helfen tun sie nicht, sie tun nur so, genau. Pseudo-Hilfe. Ey, was ist das denn? Ist das ein UFO? Schieß drauf, sicherheitshalber. Das ist ein UFO. Es hat eine Box drunter. Warum? Ja, fliegt es denn? Nein, es steht da, oder? Ja, das ist halt ganz normal hier, ne? Im Zweifel. UFO-Abschuss, $20! Vielleicht hat es Zigaretten. Gewöhnliche Glasperlen. Ah, die wollten tauschen, ne? Die denken, die sind in der Kolonialzeit und können sie unsere Waffe gegen billige Glasperlen tauschen. Wir bringen euch als Friedensangebot eine Glasperle, wir werden euren Krebs ab. Meins. Ich glaube eh, dass die Aliens, die kommen, die haben auch nur Schund dabei. Das sind so Teppichhändler. Das sind so die Leute, die am Strand langlaufen und dir ein Eis verkaufen wollen. Die kommen auf der Erde und sagen, hey, willst du nicht hier, guck mal, was ich hier Rolex Space haben. Cigarettes ohne Steuer, Spanderole. Spigarettes. Ja. Das ist eine gute Idee. Das hört sich wie so eine Fallout-Marke an. Enjoy the Spigarettes after a meal. Space and cigarettes. Ich muss gerade hier mit Galena, der Bäuerin, Alter, was der, geht denn der da? Hochhackigen Bäuerin, reden. Galena? Ja, die will uns ihren Busch zeigen. What do you want, Peckerwood? Reden. Special Agent Francis York Morgan. Direkt ins Gesicht. Knack. Ich habe dich gefragt, was du willst, nicht wer du bist. Okay, also du bist Franzose. Und überhaupt bin ich, sollte Russisch sein, aber es ist ja, überhaupt nicht beschäftigt. Also verpiss dich. Beschäftigt, darf ich fragen, womit? Ja, mein ist Franzose. Es ist weg. Was ist weg? Mein Püppchen. Mein Püppchen. Ich kann mein Püppchen. Nirgends finden. Wie die Leute von Larry bereuen, dass du den Synchronsprecher gemacht hast. Was war das für eine Puppe? Mein nächtliches Püppchen. Ich kann nicht mal, ich muss doch sterben. Jetzt hast du deine dritten Zähne verloren. Ah. Also sie hat die Püppchen verloren. Alter Falter. In guten wie in schlechten Zeiten. Ach Gott, jetzt bin ich wach. Was soll ich jetzt bloß machen? Sie steht vor dem Feld und sucht ihre Puppe in ihrem roten Ballkleid mit den wippenden Physikbrüsten. Guck mal, die sind ein bisschen überempfindlich gegenüber. Wie, warte mal, ich muss guck das mal. Guck mal, wie das hier, siehst du das? Nicht? Wie der so die Mitte so ein bisschen nachwabbelt. Das nein, aber ist es. Ach ja, ja, doch, jetzt sehe ich. Da ist irgendwas falsch. Ich dachte, es liegt irgendwie am krummen Rückgrat, weil die hat ja Probleme zu stehen. Ne? Ja, offensichtlich. Du siehst es ja, oder die ist auf Höhenfliegern. Und wichtig ist, sie hat natürlich auch so eine Libelle, ne, aus Code Veronica. Genau. Also sie ist auf jeden Fall, sie könnte eigentlich aus Code Veronica sein. Sie ist eine sein, Ashcroft. Ne? Ja, auf jeden Fall eine Ashcroft. Ja, dann müssen wir das Püppchen finden. Oh, Alter, hab ich du hast recht, Zack, ich suche das Püppchen. Das Lies damit gemeint. Ja, übrigens, das ist die Mutter von der ermordeten jungen Dame. Ah. Okay. Aber ich glaube, sie fragt nach der Puppe. Galenas Puppe finden und zurückbringen. Das ist eine Sidequest, die du gefunden hast. Bestimmt im Kornfeld, keine Ahnung, wo ihr Püppchen ist. Der klassische Nachwabbler. Ah, man kann nicht rein. Ah, das ist das berühmte Metall, der Metallmais. Ja, der hält sich an die Begrenzungen des Bauern. Er sieht aus, hier, klamottentechnisch ganz klar Bauer. Ja. Schön die Krawatte, die Bauernkrawatte zurechtgerückt. Jetzt, hallo! Geht was macht er denn? Wohnt er da? Vielleicht wohnt er da. Mach mal auf. Hochwertiger Stoff. Hat er gerade hochwertigen Stoff da weggeworfen? Ja. Zeig ihm mal bitte. Bonzenschwein. Er läuft garantiert nur ein paar Meter nach vorne und dann wieder zurück. Er hat aber einen sehr selbstbewussten Gang. Also den finde ich auf jeden Fall schon mehr sehr, aber sehr. Aber der da hinten, den finde ich viel suspekter, der da steht. Alter, das ist ja auch noch einer. Ja, warum steht der da? Was machen denn die Bauern hier? Die eine will ihr Püppchen, der wirft wertvolle Stoffe in die Tonne und da hinten steht einer und guckt. Hallo, eigentlich müsste der jetzt mir $6 geben, weil er mich, ja. Kollision, ja. Ja, wieder alles, mit dem Skateboard. Ne? Die $6 ist das wert. So, gucken wir mal.
sowas soll ich denn? Oh, da links ist ein roter Punkt. Vielleicht ist da auch das Püppchen. Das wäre aber dumm, wenn es im Radar angezeigt werden würde. Also Style hat er auch. Der kann mit dem Kommen nicht mehr reden, ne? Ja. Kannst du nicht mehr mit dem reden. Der hat aber leichte Rückgratprobleme. Siehst du, wie weit der Hintern absteht? Das ist schon zu steif. Ja? Der drückt schon zu sehr. Ja? Wenn er ein Arbeitsstuhl wäre, würde ich den zurückgehen lassen. Also von alleine zurückgehen. Ja. Das ist das Gute an ihm. Gib dich mal bitte zurück. Ja, da musst du frankieren musst du nicht. Ne? Mach oh, warte mal. Alleine. Ist das ein Krokodil, oder? Ist das eins? Schieß es tot. Das ist immer das Erste. Das ist ein Krokodil, ja. Shoot it! Das heißt doch Mr. Alligator, deine Kanare. Dafür ist es gedacht. Aber ich treffe gar nicht. Wird nicht rot. Okay. Vielleicht, wenn ich ein bisschen höher. Ja, das müsste rot wahrscheinlich sein, ne? Kannst du durchschwimmen? Nein. Ne? Oh, nix kannst du mit dem Mann, weil er einen Anzug anhat. Okay, wir haben schon 12 Uhr, nur noch 10 Stunden im Spiel, die wir irgendwie... Moment, das Ganze, was wir angestellt haben, hat eine halbe Stunde von 11 gerade verbraucht. Das ist wirklich nicht gut. Okay, wir suchen jetzt irgendwas, um Zeit zu vergeuden. Ich kaufe mir Kippen. Dann rauche ich wie ein Schlot. Wenn, Wärterchat, die PC-Version davon mal rauskommen sollte, dann nehmen wir bewusst eine GeForce 3090 und lassen das mit den schlechtesten Settings drauflaufen. Das ist die einfachste Form, diese Grafik hinzukriegen. Jetzt, na gut, doch, ich will mal hier weiter, erstmal weiterfahren. Ja, vielleicht findest du was. Aber die Puppe, also die, vielleicht hier? Nee, die finden wir nicht, ne? Oh, jetzt bist du der Pinball hier in der Mitte. Der Pinball. Keine Puppe hier. Also, wenn ich jetzt durch dieses Feld fahren muss und überall diese Puppe suchen muss, dann wird das aber dumm. Regie? Ich glaube, dass ich die eher zufällig finde. Sag mal, können wir einfach mal als kleinen Troll in die Twitch-Beschreibung vom Spiel Tony Hawk's Pro Skater 1+2 reinschreiben? Das fände ich gut, ja. Ja, einfach mal für die nächste halbe Stunde oder so. Das zieht Leute. Ja, sagen, das hey, Tony Hawk, so früh morgens am Montag? Da gucke ich gleich mal rein. Mach einen Kickflip. Das ist doch gar nicht Tony Hawk. Ich weiß gar nicht, wie kann man überhaupt? Kann man Tricks? Nee, ne? Du musst über irgendwas drüber fahren vielleicht. Oder hier mal. Hier ist was zum Angrapschen. Was ist das? Ups, falscher Button. Entschuldigung. Oh, da liegt auch was am Baum, ne? Oder der hat geweint. Da ist was, genau. Vielleicht Zigaretten. Echsenschwanz. Echsenhaut, da kann ich mir eine Echse draus bauen. Gewöhnlicher Teller. Alle drei Teile, die man für eine Echse braucht. Ja, nicht? Durch das Entzünden von mit Holz gefüllten Metallfässern können sie gesicherte Bereiche errichten. Okay. Ah, dank des Feuers sind sie dort in einem begrenzten Umkreis vor Tieren und roten Schatten sicher. Beides noch nicht gesehen bisher. Ah, so. Sind hier vielleicht auch. Vielleicht hast du im Lager. Nee, auf der anderen Seite ist dein Lager. Die rechte Seite sind die Sachen, die du eingelagert hast. Vielleicht hast du Zigaretten da. Da, ja, du hast Zigaretten. Nimm die mal alle mit. Ja. Wie kann ich entnehmen? Okay, entnehmen. Ja. Nimm ruhig viele. Und die auch? Ja. Haben wir noch Schlafsack. Unentbehrlich. Wie so eine Mumie. Sieht aus wie eine billige Mumie. Ja. Was kosten da die Mumie? Die nehme ich. Okay, wir ich nehme die Hälfte jetzt, die andere später. Ja, so eine Mumie ist eigentlich auch nur ein großes, riesiges Beef Jerky. Ja, so. Das kannst du dir für ein Jahr irgendwo in den Spind hängen und dann einfach immer naschen. Es ist das Beefy von Kannibalen, oder? Ja, ist schon wahr, ne? Ja. Und eine Mumie? Das abgestanzte von allem Fleisch. Das ist wirklich ein paar Millionen Jahre. Das ist nicht gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne mal in so eine Mumie reinbeißen. Ob die einfach nur, also wenn die, ob die gewürzt wurde, wie so, also so ein richtig, also geiles Dörrfleisch. Hängt das davon ab, von wo die Mumie ist? Vielleicht so typisch ägyptische Kräuter oder in so? Welchen, wie sie mariniert wurde, in welchen, wie sie einbalsamiert wurde. Weißt du, ob da welche Kräuter dabei waren? Es heißt, Doggos. Ich habe eine Wölfe. Nee, Wölfe? Nicht Doggos? Der Agent, der immer Wolf schrie. Bis dann ihm keiner mehr glaubt. Kannst du sie streicheln? Kannst du? Ich habe einen Wolf gesehen. Kannst du ihn streicheln? Ja.
Ich kann schießen. Ich kann ihn mit meiner Patrone streichen. Nein, Wetterchat, Gewürzgurken gibt's nicht bei Mumien. Ist ja auch Quatsch. Boah, seltene Beute, 7,77 Euro. Warum gerade so knapp? Und da ist ein Item auch noch. Da gibt's doch sicher irgendwas. Hundefell. Es ist wie so ein Crafting-Spiel, oder? Man ist ja wirklich nur am. Kein Wolf, du hast Hundefell gerade. Du hast einen domestizierten Hund. Ja, ja, ich denke auch, ne? War das so? Habe ich einfach einen Hund erschossen? Habe ich den Hund vom Nachbarn erschossen? Hundeschwanz. Scheiße, ich habe tatsächlich einen Hund. Ich habe wirklich einen Hund erschossen, ne? Aber es war irgendwie auch ein Wolf. Der Hund ist dem Hund ein Wolf. Er kam auf mich zu. Okay. Der Hund ist dem Mensch ein Wolf. Schieß! Was ist eigentlich der schwarze Wolf? Nein! Nein! Ich möchte gar nicht wissen, in wie vielen bayerischen Polizeistationen Leute reinkamen und halt einfach gefragt haben, weil sie irgendwie dachten, die Leute kennen es vielleicht und machen einen Gag. Aber das hättet ihr uns schicken müssen, wenn ihr das gemacht habt, ne? Das ist klar. Wenn ihr es nicht gefilmt habt, ist es nicht passiert. Dort setze ich mich rauchend auf die Veranda. Oder haben wir jemanden, der dann Gabelner 2 geschaut hat und dann selber bei der bayerischen Polizei ist und dann einfach mal so ein Wer sie sind rausgehauen hat? No? Ich würde sehr gerne mal. Ja, oh, guck mal, hier ist die Bowling Alley. Oh, ja, sieht man auch, hat sie dann. Ah, da wieder ein Wolf. Ein schwarzer Wolf. Bleiben Sie stehen! Ich habe gesagt, bleiben Sie stehen! Die gefährliche Pudelart. Warte mal, geh mal näher ran. Oh, er ist unzerschießbar. Nee, du schießt, glaube ich, gerade an den Mülleimer. Ist er unzerschießbar? Er ist unzerstörbar. Ah. Das ist mit Pudeln so. Ich habe ja auch einen. Und das wissen die wenigsten. Die sind ist es, wenn man das Fell nicht wäscht? Genau, dann werden die pudelsicher und kugelsicher. Pudelsicher? Okay, warum hat der Hund eine Entenfeder? Ah. Die Ornithologen brechen hier zusammen. Okay, wie kann ich rauchen? Moment, aber du weißt ja Bescheid. Oh. Nee. Die Dinosaurier hatten Federn. Ah, stimmt. Von Dinosaurier zu Pudel ist eigentlich nur 3 Evolutionsschritte. Dass da eine Entenfeder ist, finde ich absolut logisch. Das ist genau der Zwischenschritt. Das ist das fehlende Glied. So, wie kann ich jetzt hier. Wo sind deine Items? Ja, ich. Alter. Okay, Etui. X und dann nochmal X? A. Nee. X und dann A. So eine Drecke. Derselbe Button, um wieder rauszukommen. Mhm. Das ist doch nicht normal. Okay. Rauchen. Solange man lebt, soll man rauchen. So, warte mal, also eine extra leiche Zigarette, eine normale. Deutlich schneller. Die normale. Das ist ja hart. Mach mal die normale, die sagt, glaube ich, dann, wie viel du Zeit. Gucken wir mal. Naja, du musst jetzt warten, bis ihr sie wegraucht und dann sagen, ich höre auf mit dem Rauchen. Ne? Dann musst du A drücken, du siehst da oben, was. Ja, aber dann warten wir doch. 21 oder 22? 21, 30 oder so. Ah, ja, genau. Sowas. Ja, du musst noch eine Zigarette nehmen, weil die Zigarette hat nur für 3 Stunden gereicht. Das ist aber eine schlechte Zigarette. Reicht Ihre Zigarette nur für 3 Stunden? Fragezeichen. Kaufen Sie jetzt den Dauerschlot. Und es ist dann so eine runde Zigarette, die quasi keinen Anfang und kein Ende hat. Die rauchst du quasi so einfach wie so ein Reifen. Könntest du die in die Ohren vielleicht packen und dann. Wie wird das funktionieren? So eine runde, so eine Ouroboros-Zigarette, ne? Nicht Marlboros, sondern Ouroboros. So, da rauchen wir wieder. Aber ich find's gut, dass er mit einer Fluppe hier mehrere Stunden auskommt. Ne? Du weißt ja auch, die Eltern haben früher gesagt, kaue jeden Bissen Suppe mindestens 30 Mal. Ich rauche jede Kippe mindestens 4 Stunden. Eben. Nee, ich glaube, das ist immer für eine Stange steht das. Was kosten für Übernachtung? Ich bin auf der Straße gerade. Das ist ein unfaires Spiel. Deine Hotelgebühren wurden gerade abgezogen. Um 18 Uhr? Ja, wie früh auch. Ne? So, machen wir noch eine schnelle. Alternativ kann man auch pennen gehen, das stimmt, aber dann müsste man ins Hotel zurückfahren, 5 Minuten Ladezeiten. Dann kann ich auch nicht rauchen währenddessen. Ja, eben. Also, Budi hat das schon geschafft. Budi schafft das im Schlafrauchen, aber es ist nur für die Profis. Schlauchen? Schlauchen, ja. Schwafen? Schrauchen? Guck mal, Patricia darf ab 9 Uhr offensichtlich nicht mehr draußen sein. Ah, okay. Jetzt sind wir sie endlich los. Jetzt sind wir sie endlich los. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Jetzt fehlen noch 15 Minuten. Bad timing, Seth. We need to place, let's come back. Guck auf die Questliste, wie viel war's? Ja, es war. Moment. Danke.
Ich mache nochmal schnell eine leichte. Ich glaube, es war 22 Uhr. So. Ein kleines Flüppchen. Eine ganz kleine, nur kurz anrauchen. Ich hätte gerne als Alternative, verkauft man überhaupt eigentlich noch diese Schokozigaretten? Gibt's das noch? Du weißt ja, welche ich meine von früher. Sind verboten, ne? Ja? Ja, ja. Mittlerweile verboten. Auch völlig zu Recht, weil es ja wirklich. Also noch einstiegsdrogiger geht's eigentlich nicht. Das ist immer die allererste Einstiegsdroge, Schokozigaretten. So, jetzt kommt eine sehr bezaubernde Zwischensequenz. Yes. Perfect. Ja, das ist es. Oh, my dear lost lamb. What are you doing there? Oh, this? This is all part of the Lise Clarkson murder investigation. Something important, hmm? Oh, yes. Very important. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. That's what everyone calls me. But what should I call you? I am Tyrone Sanders, pastor of the Lucare Evangelical Church. And what business does a pastor like yourself have in a place like this? Well, I live over across the way there. Do you have an intimate relationship with Mrs. Carpenter? What? Why in the world would you suggest such a pitiful thing? Lordy, lordy. How could I ever become intimate with one who is so devoid of faith? After she lost her husband, she stopped coming to church. All she does all day is bowl. She even pruned the shrubbery in a pitiful fashion. Mm-hmm, some bowling. Yes, truly pitiful. Mm-hmm. And did you see that hideous ox of a dog she owns? Pitiful with a capital P. I tried speaking with her, but she shows no intention of changing her ways. Ist das ein Pudelhasser? Yeah. Cancel him! I fear she never cancel Tyrone Sanders! When the good Lord reaches out to her. Indeed, I pity her from the bottom of my heart. So you've been spying on her out of pity? Spying? I'm merely awaiting the chance to lend her a helping hand. You'd best be careful, too. This town harbors much more danger than you're aware of. If you ever find yourself in need of salvation, feel free to stop by our church whenever you like. Our church also functions as a clinic. Someday, you may need our help. Zach, did you hear that? Pitiful. Try saying that to someone in the city. They'd instantly slap you with slander or defamation charges. You'd be up to your neck in court papers. I doubt I'll tire of this town anytime soon. We should consider stopping by that church whenever we get a chance. Sehr interessant. Vielleicht ist es ja so, weil bei Evangelisten, dass die keine Pudel mögen. Steht das so in der Bibel? Ja. Ich glaube, diese Pudel, das ist eine persönliche Geschichte. Ja, ja, aber ich meine, wir alle wissen ja, Pudel haben keine Seelen und der Teufel trägt Pudel. Nee. Wie bitte? Was? Trägt Prada. Aber das ist ja nur die, eigentlich ist das Zitat von Martin Luther. der Teufel trägt Pudel. Martin Luther King. Wahrlich, ich sage euch, Gandalf. Wer das Beinkleid des Pudels trägt, ist des Teufels. Sag mal, als das war Michael 23,5. Ah. Ja. Michael die, 15, das Evangelium des Michael. Was wolltest du sagen? Ich wollte jetzt als Doggo-Herrchen. Was ist eigentlich des Pudels Kern? Ja, wollen wir mal rausfinden. Hast du ein Messer? Ich weiß ja nicht. Wo vor allem ist der Kern? Ich glaube, zwei Kerne? Ja. Ich glaube, ernsthaft, dass dieses Pudels-Kern-Ding, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, daran liegt, dass die eben so immer so komisch geschnitten werden. Weil ich habe ja auch einen Pudel und die haben eigentlich ganz normales Fell. Aber das wächst unglaublich schnell und sehr plüschig. Und diese Beine, schlechte Frisur, ne? Ja, die haben quasi einfach nur unten die Beine so gelassen und halt oben den Kopf. Und diese schlechte Form und so, das ist ja diese klassische Pudelform, die jeder scheiße findet.
Und ich glaube, dass es, du siehst quasi, der Pudel ist quasi so groß, aber du siehst, da ist der Kern drin. Aha, und dann quasi eigentlich, Pudelskern ist quasi, wenn du einmal alles, den ganzen Schund weg hast, dann hast du den Kern des Pudels. Eigentlich steckt da ein richtiger Hund dahinter, der Kernhund. Ja, aber ja. Du hast immer, warum hat sich aber dieser Stil aus dem viktorianischen England dann gehalten? Der sieht ja immer noch aus, als ob er irgendwo sein Gut hier begutachten will. Ich glaube, es sind eher die älteren Damen und Herren, die ihrem Hund einen solchen Haarschnitt verpassen. Ich selbst habe nämlich morgen ein Hundefriseurtermin, also ich habe den da. Schön, ich geh mittlerweile einfach zum Hundefriseur, weil es einfach günstiger ist. ja. Nee, aber und den Hund nimmst du auch mit? ja, der darf zugucken. Also in Wirklichkeit würde ich sagen, gibt es diese Frisuren nur noch bei älteren Herrschaften. Ja, okay. Ich würde aber die Beine würde ich so lassen, weil es sieht ein bisschen so aus, als ob er so Spinat wie Popeye gegessen hat. Ne? Als ob er ja, so richtig dicke Beine. Der kann rennen bis zum geht nicht mehr. Okay, das ist sogar noch dümmer, weil wenn du mit dem Hund einmal rausgehst, sammelt sich unten ja der ganze Schmodder und dann hast du die ganze Zeit so Schlammschmodder und hast quasi das noch extra forciert. Das muss nicht sein. Was ist denn nun jetzt hier mit dieser Figur gewesen? Achso, ja, was steht im Quest? Hat sich da was angepasst? Looks like a case of bad timing, Zack. Let's come back later. Okay. Nein, das Pudelkern, ne, kommt von Mephistos Faust. Da verkleidet sich nämlich Mephisto als Pudel. Aber ich bin immer noch der Ansicht, dass die Uridee von dem Pudelskern daherkommt. Ich traue mich gar nicht zu fragen, wo Pudelsalat herkommt. Ich habe noch nie von Pudelsalat gehört. Bist du sicher, dass das legal ist? Naja, es hat sich gesellschaftlich irgendwann zum Nudelsalat gewandelt. Aber es hat seinen Ursprung als Pudelsalat gewandelt. Ja, ja. Nee, das muss man auch anders nennen. Guck mal, die Geschwindigkeitsstreifen. Dieses neue Tony Hawk. Was kommt, also jetzt simuliert es schon eine komplette Suburban Stadt. Inklusive Detective und Fällen und so. Du kannst skaten, aber auch Fälle lösen. Du kannst den Fall lösen, wer über die Halfpipe gegrindet ist. Wer ist über. Ja, genau. Ach, toll. Mephistos Faust. Das hört sich an wie so ein Tekken-Charakter. Ja, ich habe einen Porno gesehen, der so anfing. Hat er einen Zaubertrick gezeigt? Da ist die Faust und da ist sie weg. I'm gonna make this fist disappear. Hui! Ja, haben sie einen Bleistift draus gemacht für Dark Knight. Oh, die Faust geht rein, kommt mit dem Bleistift wieder raus. Faust geht rein, Bleistift kommt raus. Ich werde nur drei Wünsche erfüllen. Achtung! Weak! Ab. Ach, jetzt kann ich natürlich nicht, ne? Natürlich. Oh, hat die Bowlinghalle zu. Dieses Spiel macht mich so fertig. Aber, na gut, okay. Kannst du entweder rauchen oder schlafen gehen? Ich schlafe nicht. Obwohl, glaubst du, da kommt was Interessantes, wenn ich schlafe? Nö. Glaube ich nicht. Und wo kann ich überall schlafen? Du bist bei dir im Hotel. Das ist, glaube ich, da auf der. Dieses große Ding da, ne? 140 Meter, das Ding. Ja, das ist es. Das, okay. Ja, sieht auch so aus, genau. Da stehen nur noch unsere Freunde davor, bestimmt. Party-Leute. Casa Pineapple. Wir brauchen einen Namen für unser Hotel. Ins Hotel Ananas. Ja. Ach, komm jetzt. Pineapple, Pinienapfel. Wer kommt doch auf den dummen Namen für Ananas? Du hast recht, ne? Weil die wahrscheinlich diese kleinen Schuppen hatten. Oder irgendwas haben die da sich so gedacht. Das sieht für mich aus wie ein Pinienapfel. Ja, es ist wirklich bescheuert. Schreibe ja das nieder. Schreibe es nieder. Pinienapfel. The fuck. Das waren eindeutig die Briten, ne? Haben dann wieder irgendeine Kolonie dann gemacht? Ja. Ananas. Nein. Die waren einfach süchtig. Pinienapfel. Die hatten so einen Kolonisations. Sie wollten unbedingt den Speedrun, 100% Speedrun, any percent Speedrun machen. Und haben einfach knallhart alles unterjocht. Und wo muss ich jetzt hin? Oberster Stock, okay? Genau, da ist dein Hotelzimmer, ist die weiße, nee, ja, nicht die weiße Tür? Nee, einen drunter. Das ist die weiße Tür ist der Speisesaal. Ist aber so ein typisches Dominanzding dann auch, ne? Also die kommen dahin, versklaven dann ihre ganze Kolonie in die Briten, ne? Und die sagen, nein, das heißt Pinienapfel. Das hatte sicher vorher auch schon einen Namen, ja. Ne? Als ob die Ureinwohner nicht auch irgendeinen Namen für Ananas gehabt hätten. Ganz im Ernst, dass Ananas Pineapple heißt, ist das. Es sind vier Lichter der Briten. Eindeutig. Exakt. Es heißt Ananas! Nein, es heißt Schuppenfrucht! Ananas!
Schuppenfrucht. Und ja, nur einer hat überlebt. Einer ist aus diesem Raum wieder rausgekommen. Wie heißt eine Schuppenfrucht? Ich will Schuppenfrucht. Und jetzt sammelt deine tote Familie ein. Ja, wir haben alle ermordet, die sich noch an Schuppenfrucht erinnern können. Oh, hier L und R kann ich ranzoomen. Geil. Da kennst schon du eine Menge Leute. Deine... Guck mal, obszöne, erotische Fotos von den Bowlerinnen. Ja, aber auch dem Priester haben sie schon das obszönste Foto genommen hier, oder? Wenn ich schlafe, berührt mich Jesus. Ja, daran denkt er wirklich gerade. Oder wie er andere berührt. Wie er Jesus berührt, ja. Das kann es auch sein. Oh, machst du da Conditioner rein? Was wollen sie von mir? So. Ich bin ein Priester, du weißt, wie das funktioniert. Was, Elise Clarkson? Achso, die ist ja tot, ne? Das ist genau. Ihre Mutter Galina und ihre Puppe. The man is tall as an oak tree. 10-foot-tall man with monstrous strength. Stimmt, der im Eislager war und die Lampe angefasst hat. Stimmt, ja. Warum auch immer das. Schon sehr explizit und dumm. Ja, Avery Smith, der hier diesen Raum bewacht. Okay, das sind also alles unsere Sachen. Und das ist Saint Rouge, die Droge. Und Bandana, ne? Achso. Okay. Die Droge, die in den roten Tütchen drin ist. Ich will aber doch eigentlich nur speichern. Hä? Speicher haben wir so viele endlose Saves? Ah. Ja, die automatisch Speicher über irgendeinen rüber ist schon gut. Ich habe nicht gespeichert. Da, ich will den obersten haben und überschreiben. Schlafikowski, wie man in Russland sagt. Was? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist das wirklich aufgefallen, dass da ein Voodoo-Altar bei dir im... Oder ist es eine Sitzgelegenheit, eines von beiden? Ja, ich muss jetzt gerade echt fragen, war das schon von Anfang an da? Das ist mir nicht aufgefallen. Ich meine, sowas fällt einem doch auf, oder? Wenn da so ein Knochenoschi in deiner Wohnung sitzt mit vier Armen? Ich wollte das Zimmer mit dem Skelett haben. Haben Sie eins mit Blick auf Knochen? Guck mal, du kannst dich nicht mal reinsetzen, weil da diese Stöppel sind. Moment, du kannst dich reinsetzen. Das ist wie so ein Folterstuhl. Du willst nur nicht. Nee, ich stimme schon, ich will nicht. King size, made in France. It looks soft enough to alleviate all our exhaustion. Zach, even though the Bureau is paying for this, it's still tiring to have to live out of hotel rooms day after day. Nothing beats getting a good night's sleep in your own room. Ah, okay. Wann geht's? Wann 8 Stunden auf? Müssen schon sein. Ja. 8 Uhr morgens ist das Restaurant bestimmt auf. Ja. Um 23.11 Uhr bin ich wirklich nahezu noch nie ins Bett gegangen. Das geht nicht. Das ist, oh. Haben die sich irgendwann geeinigt auf so einen nervigen Klingelton? Weil die alle haben alle normalen Wecker, gerade diese Plastikwecker, die ovalen, ne, mit dem Böhm oben, die haben immer das. Ich sagte, das ist das Ausschlussprinzip gewesen. Das ist der einzige Ton, der nicht sich rechtlich gesichert werden konnte, dass jemand Copyright drauf hat. Ein simples Piep. Ja, das ist so, alle anderen wurden gesichert, die coolen Sachen. Das dummste Piep ist das, was allgegenwärtig ist. Ich glaube, da bist du nah noch dran, ja. Aber hätte man nicht auch irgendwas Klassisches nehmen können, ist doch alles rechtefrei. Es sollte eigentlich Mozart werden, ich weiß nicht, wo das hingegangen ist gerade mit der Melodie. Wie ist das denn mit den Erben von Mozart und Beethoven? Kriegen die noch Geld für die Achso, ja, pro Kugel 3 Cent bei Mozart. Ah, okay, ja, aber die Beethoven-Kugeln haben sich nicht durchgesetzt. Nee. Zu lang. Ja, Beethoven haben gut Geld gemacht mit den Filmen. Du weißt ja, Beethoven, die Hunde. Ja, mit seinem Hund, ne? Die Familie hat mit dem Hund natürlich viel Geld gemacht. Das vergisst man gerne. Dass der ja nicht nur der Komponist war, sondern der hatte ja auch noch einen Hund. Und der hat viel länger überlebt. Eben, ne? Siehst du mal. Für 5 Teile mit. Musik tötet. Da hat er noch Basketball gespielt. Ach nee, das war Erbat, nicht Beethoven, der Hund. So, warte mal kurz. Extra starke Zigarette für die extra Zeit. Gib mir die Fluppen. Katsching. Ja, 3 müssen reichen. $9 ist aber okay. Da wahrscheinlich zahlt man das heute für eine Packung Fluppen. Das, glaube ich, ist sogar gar nicht so unrealistisch. Ich weiß noch, als man 4 Mark für eine Schachtel Kippen, weil ich für meine Eltern immer holen musste. 4 Mark. 4 Mark oder 4,20, no pun intended, aber ich glaube sowas im Bereich. Ja, meine Eltern auch, also oder die Großeltern haben früher dann auch entsprechend schön gepafft. Oh, heavens no, sir. The chef, the bellboy and myself are all mere employees of this fine hotel. So the Clarksons own this place too? Not quite, sir. This hotel opened its doors long before the Clarksons came to prominence. Impressive.
No wonder this building has such a dignified air to it. Indeed. This is probably the only building in all of Lucari that has managed to retain its original appearance. So, who's the owner? I simply must know the name of the person who had the fortune and sense to come into possession of such a fine building. Ich liebe die Fliege. Ja. Das ist so eine Stripperfliege, ja, die du schnell einfach so abreißen kannst. David Jawara, Sir. Vor allem, es ist wirklich, wenn du, also ernsthaft, wenn du eine Fliege trägst, dann kannst du einfach keinen U-Ausschnitt dazu tragen. Also, die haben sich das doch absichtlich so gemacht. Es ist der U-Ausschnitt und die Fliege ist auch nicht eng gezogen, sondern ein bisschen so locker draufgelegt. Was kommt als nächstes? Das ist so wie so eine Mundmaske, so locker vom Ohr hängen. Ich hab doch eine Fliege. So. Das ist doch, oder mal an die Glatze. Ich würde sie oben an die Glatze binden. Ja. Das würde wiederum lustig aussehen. Das ist dann aber, ist das wie so ein Geschenk. Das ist Minimaus, oder? Dann? Ja, dann denkt alle, er wäre weiblich, ne? Das sind die einzigen Indikatoren, die du heute die hast. Die einzigen. Eine rosafarbene Fliege. Okay, gut, ich weiß Bescheid. Madame. Wie bei Miss Pac-Man, ne? Wobei ich glaube, die hatte auch noch lange Wimpern. Ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass es eine Miss Pac-Man war, sondern Pac-Man hatte einfach mal ein schönes Wochenende. Ich glaube auch, das ist Pac-Man wollte doppelt abkassieren. So sieht's nämlich aus. Jetzt gedacht, wird gut. Hatte gut funktioniert. Ja. Also, ich war mal italienisch, aber er wollte auch mal gepac-Man werden. Aber das erklärt ja auch, weil Mrs. Pac-Man isst ja die ganze Zeit die Pillen. Endlich ergibt das mal alles Sinn. Das, oh Gott. Mr. Pac-Man nimmt die Pillen. Oh Gott. Nein, was denn? Die Pille ist doch völlig in Ordnung. Du meinst jetzt andere Pillen. Ja, aber wie viel isst sie denn davon? Ach so, naja, sie bewegt sich vielleicht sehr langsam und was wir sehen, ist quasi Monat für Monat. Sind das irgendwie? Ein Monat. Zweiter Monat, das ist quasi ein Jahr, eine Jahrespackung. Und ist eigentlich Pac-Man so eine christliche Kirchenanalogie? Die Geister sind dann die ungeborenen Kinder, die sich verfolgen? Ich bin ganz sicher, bin hundertprozentig sicher, damals hat die Kirche auch was gegen Pac-Man gehabt. Holy shit. Die hat gegen alles was gehabt, was Aufmerksamkeit, was Augäpfel abgezogen hat. Boah. Das mögen die gar nicht. Pac-Man mit seinem teuflischen Auf- und Zu-Konsum als allein, ne? Und keiner denkt denn einer an die Punkte und dann die Kirche, die rote. Die Kirche. Die rote Kirche. Steht die gute, die süße Kirche. Die süße Kirche ist eigentlich für Sex und für Jungfräulichkeit. Und der Pac-Man reißt sich das einfach. Er nimmt das, er fragt nicht die nach. Erdbeere. So. Ja, wir wissen, dass man die Pille täglich nimmt. Also die Kretschmer-Pille nimmst du aber nur monatlich. Das ist eine andere Pille. Die ist einfach mega stark, 30 mal so stark. Die ist aus deinen eigenen Körpersäften. Das wird einfach der Pille injiziert, das reicht einen Monat. Na, das Ding ist, du nimmst die Pille, dann bist du eine Woche lang einfach komplett unansprechbar und unausstehlich und komplett emotional, völlig im Arsch. Aber du hast halt vorgesorgt. Das ist in Ordnung. Ach, so, da haben wir den vierten David. Recht. It all makes sense now. It'd be stranger if only the owner was a completely different person. I sincerely hope I get a chance to meet him during my stay here. If I may, Mr. Morgan, sir, I don't think that's such a good idea. Why not? Unfortunately, our owner has a bit of a personality problem. The three of us here describe him as having a fractured mind. Tja, das hat nichts gebracht. Nee. Rein gar nicht. Er redet wirklich von den dreien. Glaubst du, man kriegt am Ende mit, dass es halt wirklich drei Leute sind? Das wäre sehr lustig, ne? Wenn die alle drei auftauchen. Irgendwie erwarte ich das. Dass plötzlich noch einer, du bist schon voll überzeugt, dann kommt plötzlich ein zweiter und ein dritter oder so. Ich meine, wir haben ja schon von Achtlingen gehört, ne? Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das so ein Familienbetrieb ist. Hat die Octomom tatsächlich alle acht? War das? Ja, das war ja das Ding, ne? Ja, klar, ja, Octomom. Ja. Aber die sind auch alle, also haben die alle überlebt? Echt? Ich finde das so krass einfach. Ich meine, acht? Hä? Hat die das in die Knie verschoben? Oder wo geht das denn hin? Naja, es ist natürlich dann, du musst natürlich die Reihenfolge, ja? Es ist vier, Reihschlussprinzip. Die müssen so aneinander, die müssen genau, wie wenn zwei Straßen so zusammenkommen, ja? Reihschlussverfahren. Ja. dann. Die Hälfte der Vorbereitungszeit geht auch, die in die richtige Reihe zu bringen, so, dass sie so einmal. Das ist ein Geburtskanal, Tetris, das weißt du, ne? Glaubst du, das hat Geräusche gemacht? Also so, wie so. Hast du gerade geploppt? Ja, ich habe so Ploppgeräusche gemacht, ich weiß nicht wie. Wie man das. Das ist so, du willst nicht gucken, wie viele Kinder es werden, aber du zählst die Plops einfach, ja? Wir machen uns ja auch nicht darüber lustig. Wir sind einfach, der Biologie sind wir erstaunt. Das ist so. Was ich lerne fürs Leben hier immer.
Ich weiß nicht, ob das Lernen ist oder Leben. Nein, aber ich lerne irgendwas. Ich habe nicht gesagt, dass es mir hilft. Ich lerne was. Du verdödelst deine Zeit. So, jetzt können wir endlich zur Bowling Alley. Wir spielen hier seit wie viel? Eine Dreiviertelstunde oder so, oder? Seit knapp einer Stunde und haben einmal Fluppen geraucht und gehen jetzt zur Bowlingbahn. Ja, vergiss nicht, dass wir den kleinen ausgestopften Alligator auf die Treppe gestellt haben. Stimmt. Und wir haben versucht, einen Pudel zu erschießen. Und wir haben 2 Hunde erschossen. Hier bei Tony Hawk's. Wo sind wir nochmal? In Le Carré. Aber welcher Bereich? Was war nochmal die? Louisiana, ne? Louisiana ist. Okay. Ja, genau. Da, wo es warm ist. Ich weiß nicht, ob Sie das Voice Acting an sich finde ich ja, ist alles schön gemacht. Vor allem hier von Francis. Keiner von denen kann Le Carré vernünftig aussprechen, oder? Ich auch nicht, aber. Dass es auch keiner da gesagt hat, spricht man so aus auf Französisch. Oh, schau mal, ich bin Idiot. Ich laufe immer dem Gelben hinterher, aber das ist ja mein selbstgewähltes Ziel. Wir gehen zu Rot. Möglichst weit weg von der Arbeit. Das mache ich auch immer bei mir. Machen wir immer so auf der Map und da gehe ich hin, wenn ich nichts machen möchte. Alter! Oh, geil! Olli ohne Olli. Ey, ganz im Ernst, das hätte ich jetzt plus 5 Geld geben sollen. Ne? Du kriegst ja für alles hier irgendwie Geld oder für Ich finde auch, man sollte dafür zumindest mal so einen Dollar, kann man schon mal rausgeben. Achtung, ich fahre volle Pulle, mal gucken, was passiert. Geil! Boah, das war ein Mega-Jump. Und jetzt noch mal springen über die Kante. Yeah. Oh, das geht nicht zu hoch, die Kante. Und dazu diese Dödelmusik. Der beste Skater Deutschlands, Emanuel Kantstein. Knapp war das. Leckt das bei mir nur so derbe. Das ist überall schlecht, keine Sorge. Leute, es ist gerade momentan wesentlich besser, als es zum Release gewesen ist. Ja? Doppelte Framerate-Anzahl mindestens. Das lässt fürchten für das Original, muss ich echt sagen. Das hätte ich, glaube ich, dann nicht gespielt. Jetzt frage ich dich aber was, Gregor, als du das gespielt hast, für dich selbst privat, hast du dann nicht gedacht, okay, komm, hören wir jetzt auf? Oder hast du gesagt, nö, das will ich jetzt aber auch bis zum Ende spielen? Wie kommt man dann dazu? Es war so ein bisschen, du kennst diese Art von Spiel, ne? Sie sind nicht wirklich gut, sie quälen dich eigentlich, aber irgendwas ist schon dran und du willst es auch zu Ende bringen. Ne? Und irgendwann hast du zu viel Zeit investiert, um zu sagen, es wäre alles umsonst gewesen. Sunken Cost Fallacy, genau. Wenn du einfach zu viel investiert hast, dann musst du es auch durchziehen. Ja, und also ganz viele Ehen sind so entstanden. Und Kinder. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt haben wir, komm, es ist auch mit 50 krieg je keinen mehr, komm, lass heiraten. Ja. Die ziehen doch irgendwann aus, die Kinder. Dauert ja nur 18 Jahre. Vor allen Dingen, als ob die mit 18 ausziehen. Die kriegen nämlich A, keine Wohnung und B, kein Geld. Ja, sie ziehen 25, mit 19 wieder zurück. Mit 30 haben sie dann im Grunde warten die darauf, dass ihr sterbt. Die warten eigentlich darauf, dass die Eltern sterben. Das ist das neue Ausziehen. Aber was Kinder, Eltern rauswerfen, ist das neue Ausziehen. Was würden die dann erben, die Kinder? Ne? Die Eltern haben Schulden. Nichts mehr. Schulden. Ja. Whatever. Is Mrs. Carpenter here? No, she hasn't come in today. Oh. Everything's going according to plan. Jetzt kann ich endlich bohren. It's time to knock down the 10 maidens, Zach. Das sind 10 Pins beim Bowling, ne? Nicht 11. Nee, es sind 10. Es sind 10, ne? Wenn sie 11 machen würden, mich würde es halt auch nicht wundern oder stören. So. Das würde passen. Hier halt einer mehr. Oh, my lord, y'all are back? What's wrong? Mrs. Carpenter hasn't come in. Aww. For the first time in 10 years. What could it be? I just hoping nothing bad happened to her. She's fine. Oh, my lord. I reckon if an FBI agent like you is convinced. What did I tell you, Patty? Value is a relative thing. We needed to find that figurine, no matter the cost. Warum nicht?
Also dann bohl mal hier deine perfekte 300. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ob ich wirklich selbst bohlen muss. Wie Herr Bundy. Diese Gerätschaft. Ah, gleich. Du meinst den Hansa? They don't have bowling alleys in the city no more. Ich weiß nicht, was du meinst, aber du meinst die. Ach, die. Dachte, das ist die Maschine, die du meintest, aus? Oder? Danke, warum kennst du dich aus mit Bowling? So, was? Gregor? I have absolutely no interest in bowling. Tossing a heavy ball at lined up pins? You can't even call this a sport. It's a game for cavemen. Das kannst du nur wirklich mit jedem Sport machen. Mit zwei Schlägern einen Ball schlagen? Das, mit den Füßen einen Ball treten? Das ist aber primitiv. Nonsense. Und dann laufen alle hinterher? Für er wahrscheinlich nur, was, Yachten oder so, Yachtrennen. Oh, oder wenn du irgendwie mit deiner, an deinem Seil hängst, an deinem Segel. So ein America's Cup. Ja, genau, so, ne? Nur das. Nur wenn du mindestens 50.000 Euro Startkapital brauchst, dann ist es ein Sport. Hast du das Segel an diesem Katamaran gesehen? Ja, das Segel war eigentlich meine Ex-Frau. Sag es nicht. Erzähl es niemandem. Darf ich dann für dich werfen? Du bist doch noch gar nicht alt genug. Absolutely not, Patty. This is part of the investigation. I need to do this myself, no matter how stupid it may be. Das ist seine Grenze. Bowlen. Sure looks like you're having fun to me. Du darfst selber werfen. Der Mechanismus, mit dem oben diese Kegel geholt und wieder aufgestellt werden, der existiert seit Beginn, wurde der nicht verändert. Okay. Der ist so perfekt, so ein bisschen wie unser Sender oder du. Mhm. Der ist so perfekt, dass man da nichts mehr dran bessern kann. Sind traurig. Also nicht beim Mechanismus, sondern bei den anderen Sachen. Ja, wenn du das einmal raus hast. Wie haben sie es denn vor dem Mechanismus gemacht? Da waren 10 Kinder oben, die sich ein bisschen gerettet haben. Da waren 10 Leute am Seil, die dann so jeder nur einen Kegel. Jeder so plupp, mit den 10 jeder, ne? mit den Seilen. Ja, mit den 10. Moment, da waren 10 Kinder an Seilen, die von 10 Kindern festgehalten wurden am Seil und dann runtergepackt wurden, damit sie mit dem Zahn jeweils den das ist wieder aufstellen. Dann haben die Leute aber immer gedacht, oh, das ist aber spannend, haben extra noch gekegelt, wenn die dann mit den Zähnen, und das wurde am Ende zu teuer. Und wer sich jetzt beschwert, das war nun mal so im 15. Jahrhundert, ja? Wenn du da 5 Jahre alt gewesen bist, warum bist du nicht auf der Arbeit? Die haben die Familie ernährt. So ist das. Ich habe gerade jetzt vor kurzem wieder ging es wieder darum, wie die früher einfach diese Kinder produziert haben, um sie dann mit 3 bis 5 Jahren mit so einer Lampe in den nächsten Bohrschacht irgendwie zu schicken. So, da kannst du mal schön arbeiten. Da ist doch ein bisschen schön 18 Stunden lang Kohle schippen, bist ja auch schon 5. Ne? Muss ja mal reinziehen. Und die leck dran, um zu sehen, ob es auch Salz ist. Es ist unfassbar, was die Menschen gemacht haben früher. Unfucking fassbar. So, bestätigen. Wir nehmen mal den ganz leichten, den 7-Pfünder. Mach mal den 7-Pfünder. So, Wurfwinkel. Oh. Alter. Das war voll geil. Das ist nicht. Das war rechts 3. Ah, oh, Bull. Strike! Scheiße! Nein. Stu Failure! Okay. So. Das war nix, deswegen nehmen wir den 8-Pfund-Ball. Kann ich gar nicht mehr. Ball wählen. Da. Ah, jetzt sind wir mal ganz schweren. Mal gucken, mach mal 16 Pfund. Aber das Problem ist halt wirklich das Hin und Her. Ne? Mach mal ganz langsam. Das geht nicht so. Der wird gut. Der hat dann noch ein Delay beim Drücken, ne? Ist das ein Strike? Kebabs, Alter! Kabooms! Alle, halt, Moment, sagt man nicht alle 9? Ja! Dann sind es doch nicht 10. Alle 9, ganz genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scheiße. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal. Ja, okay. Aber warum heißt das? Nee, Moment. Das ist Kegeln und Bowling. Sag mal, das muss ich mal kurz. Wer hat denn. Also jetzt okay, mal. Nur mal ganz kurz. Also, das ist doch so behindert. Entschuldigung, so bescheuert. Da hat jemand Bowling. nicht Kerl-Gelon. Da hat jemand Bowling. Und dann sagt jemand, wisst ihr was? Ich habe einen neuen Sport. Kegeln. Aber das ist doch dasselbe wie Bowling. Nee. Kegeln hat nämlich einen weniger. Hat einen weniger und hat ein Holz. Holzkugel. Schau es an, hier, guck mal, die sind angeordnet wie ein Quadrat, die Kegel. Okay, es ist anders angeordnet als dieses pyramidenförmige. In Deutschland wird gekegelt. Das ist doch Quatsch, Leute. Gebt doch auf. Eindeutig ist Bowling besser. Bowling hat einen mehr. Ja. Kannst du nicht, brauchen wir nicht diskutieren. Mehr ist besser. Warum kegelt man noch? Keine Löcher in der Kugel, wird immer lächerlicher. Chat sagt, Kegeln war vor Bowling. Dann aber, dann verstehe ich's, ne? Nur du und deine neuen Kegel, ich mach's besser.
10. Und die blöde Kralle, da kann man überhaupt nicht halten. Ich mach da Löcher rein. Ja, wirklich. Und dann haben die vom Kegelverein gesagt, das ist aber Cheaten. Löcher in die Kugel ist Cheaten. Ein mehr aufstellen ist auch Cheaten. Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Und so ist nämlich der Nord- und Südkrieg in Amerika, der Bürgerkrieg entstanden. Und wie viele Kegelbahnen siehst du in Amerika? Gar keine. Noch Fragen. Na? Gar keine. Vielen Dank, dass Sie hier waren zu Kegelogie. Ja, nächste das Woche. Professor Dr. Juros. Dr. Kegel. Dr. Kegel. Ja. Dieser Mann war selbst jahrelang Kegel. Ich habe als Bowlingpin angefangen. Ja, und hast dich dann runtergearbeitet auf Kegel. Radioaktive Strahlung. Ja, wenn du in Tschernobyl Kegelpin bist. Es wird nicht besser. Ey, aber ganz kurz, wenn ich einen Kegelverein hätte, würde ich auch mal Spaß machen, ne? Wäre mein Kegelverein Kretschmars Spaßkegelei e.V. Und dann würde ich denen Hüte aufsetzen oder auch mal, weil die hätten alle eine Hüte, Haare, die hätten auch mal, eine hat einen Irokesenschnitt, der eine hat vielleicht eine Goldkette um. Oh ja. Ein Tattoo. Ich würde auf den Kopf des Kegels oder des Bowlingpins, ist ja egal, würde ich lustige Sachen, Gesichter machen, Haare, ich ringe. Ich würde da richtig. Warum macht man das nicht? Ne? Weil die keinen Humor haben. Weil der deutsche Kegler hat keinen Humor. Darf ich eine Bahn haben, dann mache ich statt Kegel, mache ich diese Gummihühner. Du weißt, die dann machen die überall in den. Ja? Dann, wenn du dann kegelst, dann hört es sich an, als ob du gerade mit dem Messer da reingegangen bist. Fuck, ich denke, wir sind da an was ganz Kreativem dran. Ja. Da schreibt ja auch hier jemand, das ist korrekt. Der kann ja nur das meinen. Haben wir gerade eigentlich den neuen Event erfunden? Das Rocket Beans Kegeln mit selbstgemachten Kegeln hier? Wir haben eine Kegelbahn. Und dann hast du noch so Hammer, die wir in Fall Guy links und rechts schwingen, die quasi theoretisch den Kegel wegkicken können. Oh ja, den Ball wegkicken können, weil das ist auf der Bahn jeweils immer. So wie so Indiana Jones-Style oder bei Dark Souls, wenn du in du weißt, wo die Schlangenmänner sind auf dem großen Gang. wenn die da sind. Und ich würde gerade überlegen, wäre auch geil, wenn die Bahn sich so ein bisschen schieben könnte. Wenn die Bahn so mal. Oh ja! Das kriegt so einen Winkel, ne? Alter, geil. Also, jetzt ist es geklärt. Regie, bitte mitschneiden. Mitschreiben. Ja. Rocket Beans, der Rocket Beans Kegelabend. Demnächst. Irgendwie in eurem Sender. Senden bitte an @patent.deutschland. patent@deutsch. So. Ey, und Chess, das ist richtig gut. Das ist eine gute Idee. Das finde ich toll. Der RBTV Kegelabend. Hier, you heard it here first. Any good at any of the ball-based sports that exist here on our planet. Aber ich will diese Hammer. Ich will diese Stördinger. Sonst ist Kegeln zu langweilig. Normales Kegeln ist Bowling. Wolltet ihr auch ein Praktikum bei Rocket Beans machen? Wir brauchen noch 9 Mitarbeiter für unseren Kegelabend. Und können wir dann, sag mal, können wir eine Kegelbahn machen, aber so überproportional groß, wo Leute Kegelkostüme haben? Das wird immer besser. Wo kriegen wir eine Kegelbahn, die ausreichend ist? Wir brauchen sowas wie ein Flughafencenter sein. Das wäre eigentlich so ein Game One-Einspieler, weswegen auch immer, ne, wenn wir dann hier das abbilden wollen. Wir haben dann die Kegelbahn, wo die Leute aber wie Kegel angezogen sind, sich auch unterhalten. Trant schreibt den Dialog, das kann er. Ja, Trant ist vor allem auch alle Kegel gleichzeitig. Wichtig. Und dann fangen sie an wegzulaufen, dann wird der Fall Guys raus, während die Kugel kommt. Also ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es sehr. In meinem Kopf ist es super. Wichtig ist, dass wir nicht nur Kegelbahnen haben, sondern auch Regelbahnen. Oh. Wir müssen auf jeden Fall alles klären. Einmal im Monat, oder? Semi-Pro? Semi-Pro? That's right. That's what I said. Not pro, but semi-pro. Yes, semi-pro. You'd never be able to go pro. You could become a semi-pro if you tried really hard, though. Liebe Zuschauer, vielleicht, ich werde es wieder vergessen, aber schreibt ihr doch mal bitte all die Ideen von heute einfach mal auf ins Forum. Der große RBTV Kegelabend, Fragezeichen. Und damit erzeugt ihr nämlich den nötigen Community-Druck, um das Realität werden dann zu lassen. Dann kommt der Wunsch von euch. Ja? Und wir sagen, wir machen das auch nicht. Was wollt ihr von uns? Wollt, machen wir das. Wenn ihr unbedingt wollt, kegeln jetzt nicht meins, aber gut. Warum wirst du jetzt auch gedisst von der, ne? Ja, weil ich kein richtiger Profi bin. Ich bin nur Halbprofi. Aber sie hat einen sehr dynamischen Körperbau, ne? Ja, schau dir dafür, dass sie ein bisschen älter ist. Von 10 Jahren Kegeln, also der Trizeps, das kommt nicht von allein, ne? Das sind die richtige Oberarme, ne? Ja. Wie so ein Kampfschwimmer. Well, we gotta give youngsters a chance to grow. I could actually go semi-pro. I take her words with a grain of salt. Die verkauft dir gerade die Bahn. Patricia,
I can understand why you'd be envious of my talents. Einmal gekegelt. You have your. You shouldn't have to feel inferior every time you look at me. You're unbelievable. You sure you don't need to get your head checked out? It's so strange, Zach. I feel like I'm discovering a new side to myself. By the way, Mr. Special Agent, you said you're investigating the Lise Clarkson incident, yes? Mm-hmm. In that case, there's something you should know. That poor girl, Lise, she was a druggie. And she was into the really bad stuff. Red powder. Oh, no wonder the FBI picked you. You already figured out that much. Well, the reason Lise turned into such a little hoodlum is because of her mother, Galena. Galena? Mm-hmm. A mother only in name. Oh, as far as I'm concerned, she's still nothing more than a child herself. Oh, dressing up in fancy clothes, always out on the town somewhere. In Maisfeld. Children giving birth to children. If these aren't the end times, well, I don't know what is. Oh, and they were always cooped up in that jazz bar. Galena wouldn't know proper parenting if it hit her in the tush. Zach, the jazz bar. We first heard about it from Patricia. It must be deeply connected with this case and the red powder. It must be San Rouge. Following the Oracle and felling the Ten Maidens sure paid off, didn't it? So, Mr. Special Agent, are you all finished here? Yes, Mrs. Carpenter. Thanks to you, I've got... Oh. Then how about you mosey on and let me get back to my bowling? I need to bowl my first game of the day, or else I'm gonna get rusty. Well, what are you waiting for? Get a move on! Shoo, shoo! Wie sich das Spiel auch selbst beglückwünscht, hat sich gelohnt, dass sie diese ganze Bowling-Scheiße gemacht haben, weil wir eine wichtige Info in einem Nebensatz bekommen. Soll ich noch weiter mit dir reden? Nein. Nee. Da ist ja nichts mehr. Da kommt ja auch nichts mehr raus, außer Kegelquatsch. Apropos Kegelquatsch. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja, wirklich, oder? Lacht da jemand? Oder ist es der Abschluss? What's happening? When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the false altar. At the entrance to the other world will reveal itself to you. Zach, it's another oracle. It appears that we're being guided by a mysterious power. This oracle is a simple one. The false altar. You already know what this is, right? Kirche, oder? Ich nehme an, ja. The place where Lise Clarkson's body was first discovered. Ach so. She was found under a bridge at some sort of altar. Ach, okay. Ja, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. That's what Chef David said, right? Entschlüssel das Orakel. Okay, ja, dann gehen wir da okay, hin. Dann. Sun awakens, wir haben's. Wir haben es. Hast du gut gemacht. Ne? And the tip of the baby bear's tail. Ja, das war früher mein Pornoname. Der Bärenschwanz ist. Nicht der Schwanz der Bärenjung. Der Babybärenschwanz. Der Babybärenschwanz. Hat sich auch nicht verändert, der Name in den Jahren. Der Bärenschwanz des Lurch. Des Waldlurchs. On the surface, this oracle may seem tricky and convoluted. But it's still mere child's play. Pathetic. Also die Leiche wurde unter dieser Brücke gefunden. Zach, let's follow the oracle and head to where Lisa's body was found. I don't know what other world refers to, but I'm sure we'll find out once we get there. Oracle? That's right, Patty. This case is a rather Musik, complicated oder? One. So Zach and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman in order to crack it. Okay.
Sehen Sie bei Sonnenaufgang vom Leichenfundort aus nach Norden. Sonnenaufgang heißt, dass die Zeit ist wieder falsch? Ja, natürlich. Wenn die nämlich das so ineinander immer machen würden, kann ich speichern, brauche ich nicht, dann würde es zu schnell gehen. Eine Sache, die habe ich auch nicht dran gedacht zu Beginn. Du hast auch einen Hungermeter übrigens. Oh. Ja, und ich glaube, wenn der unten ist, dann können sich deine Hitpoints, die werden dann auch weniger, so Dark Souls-Style. Okay. Also musst du, wenn du einmal gepennt hast, dir noch ein paar Bananen und ein paar Cookies reinpfeifen oder so. Das machen wir direkt. Das machen wir gleich, sobald ich wieder mich bewegen kann. Im Chat wird gesagt, das Spiel ist eine 12 von 10. Ja, 12 bis 10 Frames, hätte ich gesagt. Ja, 12 von 10 Frames. Und vor allen Dingen, also das heißt, bei der 10 fängt wieder 0 an, also 2 von 10 eigentlich. Ja. Das kommt hin. Sag mal ernsthaft, wie lange lädst du jetzt? Oh, ein bisschen. Jetzt ist er einfach hängen geblieben. Dass die immer am Ende noch mal so, ups, ich bin fertig. Und dann noch mal 10 Sekunden hängen bleibt. Als ob man nicht mitkriegt, dass du betrügst. Ob du aufpasst oder nicht. Na, ob du auch die ganze Zeit den Ladescreen dir anguckst. Ich glaube, es ist abgestürzt. Bist du dir Sorgen machst, dass es abgestürzt ist? Das mache ich nämlich mir auch gerade. Es ist abgestürzt. Aber ich glaube, es ist nicht abgestürzt. Aber wie kommst du darauf, dass zuckt es. Ja, I, A, O. Übrigens, safe auf jeden Fall, weil mir ist das Spiel an der Stelle abgestürzt. Alter, ist das scheiße. This is Lucari Tiger. Do you read me? Over. Lucari Tiger to DC Eagle. Do you copy? It's Daddy. Hurry up and answer. Ich hab keine Wahl. Kannst du auch mit Steuerkreuz? Natürlich. This is DC Eagle. I read you loud and clear. Over. Oh, good. Mr. York. I'm sure glad you picked up. There's no point in using code names if he's just going to say my real name. DC Eagle to Lucari Tiger. Is something wrong? DC Eagle. Mr. York, I got something I need to tell you ASAP. Just sit tight and listen, okay? Over. Roger Wilco, go right ahead. Over. I just happened to overhear some of the Clarksons talking on another channel. Apparently, Lisa's mother's been missing since early this morning. Die steht auch im Feld. I reckon it might be related to the case. So I wanted to let you in on it right away. Gestern stand sie auf dem Feld. Stimmt. Du hast recht. Oh, over. Lisa's mother. You're referring to Galina, the social butterfly? Ist sie das da hinten? Over. Nein. Das ist unsere T-Shirt-Frau, ne? Ja. Die hat diese Turnschuhe an, wo diese Rollen drauf sind. Oh, deswegen ja. Bewegt die sich ein bisschen schneller, als sie läuft. Die Meme-Schuhe. Another special agent slam dunk. So, you already did a little research on her, huh? That's right. The one who's gone missing is the younger of the Clarkson sisters. And our town's queen of the night. No one can slip one past me. Because I'm ultimate FBI agent. Francis York Morgan. My proverbial hat goes off to your investigative skills. Anywho, Galina used to be an actress, and she's also real pretty in the face. Draws attention wherever she goes. If you happen to spot her while you're investigating, would you let me know? Sag doch jetzt, dass du sie getroffen hast. Over. Wait. Hey, Mr. York, what do you say we cut this out, huh? Over this, over that. It all seems kind of overblown. Don't you think? Size. I reckon we're the only ones listening to this. No need to be so stiff, right? Over. Yes, Melvin, I agree. There's no need for us to cling to formalities. Huh, glad to hear it. I ain't never been too good with formalities, you feel me? Well, Mr. York, if I... Komisches Lachen. Good luck out there. Sollte das noch über das Funkgerät kommen, das Lachen? Wer bist du? Patty, do you think Galina is really as beautiful as people say? I don't know. I guess.
Die wackelt jedenfalls Men schön. Men seem to like women like her for some reason. Who's more beautiful? Galena or your mother? What? Candy Woods. Your mother. Melvin said she was the prettiest girl in town. How should I know? That's a stupid question. Why is it stupid? My mom is sick! Zach, that was a bad move. We stepped right into a private matter without any shoes on. But these things are bound to happen. After all, I'm a special agent of the FBI. And there isn't an organization out there that's more well-versed in the art of infringing on people's privacy. Hui! Gelernt haben wir auch nichts eigentlich, oder? Ich glaube nicht, außer dass wir eben jetzt dieses Rätsel da lösen sollen. Ja. Ja. Achso, du siehst, deine Stamina ist ganz unten, ne? Sie geht nur noch bis 26, ja. weil deine Sättigung ganz weg ist. Ist okay, ja. Dann gehen wir doch, fahren wir zurück und essen erstmal was. Ja, oder du hast was im Inventory, sonst kannst du auch. Ja, das können wir vielleicht auch hier. Okay, kurz mal gucken. Ach, immer das. Ich weiß, dass ich neben den Kippen. Ah, ich dachte, ich hätte auch noch. Den Kaffee hast du da gelassen. Gar nichts mehr, ja, okay. Na gut. Ja, dann fahre ich jetzt wirklich erstmal ins Hotel oder so. Du warst gerade im Restaurant. Bin ich vielleicht auch dann. Ja, ja, kann ich auch machen. Wenn es da was gibt, ja. Aber so also wieder in die Bowling Alley. Ja, oder hier steht irgendwo ein Automat draußen. Du kannst natürlich auch benutzen. Nee, da ist nur eins. Das ist ein Telefon. Ach ja, speichern wäre auch nicht schlecht. Ja, geh ins Restaurant, nimm dir einfach sicherheitshalber ein paar Sachen mit. Ja. Und gut ist. Ja, bei so langen Dialogen, ich weiß ja, die haben sich dabei auch ein bisschen was gedacht, aber wenn es dann so lange geht und so wenig Inhalt drin ist, das geht ja ins eine Ohr raus und ins andere wieder rein. Das Gegenteil, du weißt schon, was ich meine. Ja, ja, was ist, solange mir halt oben am oberen Bildschirmrand gezeigt wird, wo ich hinlaufen muss, komme ich mit all dem Konfusen klar. Aber es ist wirklich eine sehr verworren erzählte Story. Aber irgendwie mag ich auch das. Also es ist halt eh schon von Anfang an klar, dass hier ist ein ganz ungewöhnliches Spiel. Und da, finde ich, passt das dann auch. So, jetzt will ich aber mal was bestellen. What'll it be, honey? Bestellen. Is this place a bowling alley? Oh my, it's it. And how do you explain that? That's so the customers can bowl while they eat. If you want a bowl, honey. Haben wir alles schon. Just want... Shrimps mit Maisbrei. Garnelen mit Maisbrei. Das ist ein Kaffee. Oder gibt es das in... Ja, das ist wirklich wahr. Da freut er. So, what do you think of my Cajun food, honey? Ja. No complaints here. No wonder you call this restaurant the best Louisiana's got. Oh my lord, ain't that nice of you? It's nothing like that Creole food. And I'll be damned if it isn't the best eating you'll find this side of the Mississippi. Hold on just one moment, Alexa. Mississippi? I always thought that both Creole and Cajun food were staples of the South. Am I misunderstanding something? Not at all, honey. Cajun and Creole food are both staples of the South. They both have roots in French cooking, of course. But Creole cooking just ain't my cup of tea. Sauces of France combined with cooking methods brought in from Africa, mixed in with Spanish influences and Italian-style tomato sauce. When you smush all that together, you can't even tell what it is no more. Cajun food is pure and solid. The Acadians who settled in Canada brought it here from France in the 1600s. Then the British chased them off their land, and they ran all the way down. Du kriegst so eine Wikipedia-Seite vorgelesen. They walked straight across. Finally, they found a safe haven right here in Southwest Louisiana. Ich glaube, dass der, sag ich mal, interessierte Japaner einfach sowas total spannend findet. So diese, ich meine, es ist ja auch exotisch alles für die. Es ist eben... Okay, ich klicke mal durch, weil es halt einfach so viel über gelabert ist. Nein! So gerne, achso, ja, frische... Achso, du hast ja auch noch einen...
eine Nebenquest, glaube ich, hier. Ich glaube, es ist tatsächlich der Swery. Ne? Der ist ja nicht nur interessiert dann wahrscheinlich an dem amerikanischen Film. Zwar sehr, 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 wie man es da sieht, aber amerikanische Kultur. Und es geht um Südstaaten. Ich lese mir was über Cajun Food an. Ne? Und da mache ich einen riesigen Dialog draus. Ich denke, dass es dem Ganzen halt eine gewisse Authentizität gibt, die er sich da vorstellt. Und für alle anderen ist es so ein bisschen okay. Niemand hätte so viel Zeit in den USA, mit mir zu quatschen. Ja. Die müssen alle arbeiten. Die haben, sie hätte währenddessen 3 weitere Jobs noch. Die hat keine Zeit, mit dir zu reden. In der Theorie, sie könnte es machen, aber dann will ich auch typischen US Customer Service. Du weißt ja, die sind ja zum Beispiel beim Supermarkt, sind sie ja gezwungen, dann zu sagen, thank you, sir, how is your day und so weiter. I love you. Aber die sind ja innerlich so tot. Ne? Du hast dann diese leeren Augen, sie gucken dich nicht mal an. Ja. How's your day, sir? Have a nice day, sir. That's good, sir. So ein ausgehöhlter von Maden oder so ausgehöhlter Baum, ja, sagst, wo genau, der Wind durchpfeift. Ja, genau, das Pfeifen ist einfach das. Thank you, sir. Und dann sag ich auch, I love you. Ja. Please save me. Dann kannst du es auch sein lassen hier, ne? Ja. Dann lieber eine bratzige Penny-Kassiererin hier. Ne? Ja, das dann Ding, weiß ich, wo ich dran bin. Der Grund, glaube ich, warum das so ist, ist wirklich, dass das, wie heißt das, das wird auf jeden Fall forciert, weil du dann halt niedrige Arbeitslosenzahlen hast. Aber in Wirklichkeit hast du dann halt 3 Leute, die quasi versuchen, dir deine Einkäufe einzupacken. Und die kriegen dann halt aber auch gefühlt gar nichts dafür. Also die Einkaufs- es ist alles ein einziger Beschiss, ja. Einziger Beschiss. So. So, guck mal, jetzt hast du Stamina aus dem Arsch, pfeift dir die Stamina hier. Oh, jetzt sehe ich jetzt erst komplett voll. Geil, ne? So, jetzt werden wir endlich. Ey, immer noch 8.40 Uhr. Wir haben schon so viel gemacht. Ja, wir haben allein die Gespräche. Oh, du hast $100 weg, Wegprämie dir gezahlt, Alter, selber. Für 10 das Meilen. Das ist so geil. Du kriegst hier original Geld fürs Fahren. Das ist wie auf der Arbeit. Das ist Fahrgeld, ja. Ja, Fahrgeld, tatsächlich gut. Aber er hat sich selbst gezahlt. Aber ja, genau, und er hat ja vor allen Dingen gar kein Benzin verbraucht, weil er Skateboard fährt. Ja. So machen das die schlauen Leute in der Regierung. Ja, ich brauche ja mal meinen Benz von der Arbeit. No. Oh, da war dieser Ballon. Nee. Der Stahlballon, den kannst du nicht. Aber wofür ist das? Ah, das ist für irgendeine Rennstrecke oder so, ne? Hey, let's chat. Want to hear about all the depraved serial killers I've encountered so far? Nein. No, thank you. Forget what I said. Endlich fragt mal jemand nach den Serienmördern. Endlich kann ich alles erzählen. Hier habe ich Fotos. okay, nee, unter die Brücke ist es doch. Ja. Ja, also laufe ich hier nicht drüber, das ist ja falsch. Das ist sowieso mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Mein, ja, Serienkiller. Mein Serienkiller, mein Serienkiller, mein Serienkiller. Schön mal in den Busch hier rein. Und dann schön ein Rauchen. Jetzt locke ich das Mädchen in den Busch, dann rauche ich da erstmal eine Schachtel Kippen. Es ist alles so falsch hier. Aber hier ist immer noch. Nee, hier. Da sind wir ja. Guck mal. Der gute alte Mordalter. Ah, direkt was gefunden. Gefunden. Alligator. Der Alligator war's. Eine Alligator-Hechtschuppe. Das ist wegen PR für sein neues Album, hat er das gemacht. Ja. Ich bin der Alligator, ich mache hier voll Hecht, 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 Hecht. Und das mache ich nicht schlecht, schlecht, schlecht. Er ist der Alligator, er ist der Alligator. Mach den Alligator, Hecht, 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 Schlecht, Schlecht, Schlecht. Ey, wir wären so viel, Gregor, wir könnten ein Rapper sein. Genau, wir könnten ein Rapper, einer, zusammen, ja, könnten wir einer sein. Dann gehen wir jeden Tag in die Rap Factory und arbeiten. Und wir tragen einen langen Trenchcoat. Ich laufe auf deinen Schultern. Und weißt du, worauf das hinaus werden wird? Dann gehen wir durch den Türrahmen und der oben sitzt, schnallt eh runter. Das ist ja, müssen sie, nee, wir verlangen dann, dass die Türrahmen vergrößern. Mein Sinn des Moseband. Nee, wir gehen in was? HR? Nein, wir können nicht vorbeikommen. Sie haben diese niedrigen großen, Decken. Größenfeindlichen Decken. Canceln werde ich die dann. Okay, so. Was müssen wir hier noch machen? Reden? Nein. Wir gucken uns das an. Aber wir müssen ja auch warten. Wo ist denn der Sonnenaufgang? Im Norden, oder? Geht im Norden oder im Süden die Sonne? Im Norden geht sie auf, im Süden geht sie unter. Das ist bei Godzilla. Nee, das war bei Godzilla was andersrum, weil wenn die Sonne im Osten aufgeht, dann wacht King Kong auf. Und ah, dann, so war das. Ja.
Und wenn sie untergeht, wacht Godzilla auf. Also ich muss immer dran denken, weil es gab diesen alten Godzilla-Film, wo einmal die Sonne auf der anderen Seite aufgegangen ist. Und dann kam dieses riesige Hundemonster da raus und hat gegen Godzilla und Mechagodzilla, glaube ich, gekämpft. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, das kenne ich nicht. Ich kenne ja auch viele, aber den kenne ich nicht. Ich kenne nicht alle von den Godzilla-Filmen. Du wirst ihn gleich finden. Ja, ja. Okay. Ich werde nun Zeit vertrödeln. Vertrödel Zeit. Du kannst jetzt nicht gucken? Ach, du musst früh morgens da sein, ne? Hat er gesagt. Ja. Und es ist schon früh morgens. Es ist schon früh morgens. Ja, geil. Ja, warte mal, ich gehe erstmal, ich drück mal, vielleicht sagen die ja gleich. Ja, drück mal und dann mal sehen, was passiert. Vielleicht sagt er, skip the time. Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. Es gab auch Schlafsäcke sonst, ne? Aber sowas hattest du nicht, ne? Die war nur. Das ist eine sehr gute Idee. Nächstes Mal kaufe ich einen Schlafsack. Ja, aber du hast ja einen Schlafsack, da war diese Tonne, wo wir rangegangen sind oben, ne? Und da war auch eine Kiste, wo du deinen Schlafsack da rausnehmen kannst. Du hast schon recht, ne? Vielleicht kannst du draußen irgendwo pennen dann damit. Kann ich nicht einfach Kippen rauchen? Wie lange kann das noch nicht dauern? Wie lange? Das raucht. 3 Schachteln, würde ich sagen, dauert das. Ich glaube, King Caesar hieß er. Ich wünsche mir, dass so mein Tag mal vergehen würde. Einfach nur so. Bing. Aber dann, sobald die Arbeit rum ist, muss es auch sofort aufhören wieder. Dann muss die Zeit sehr langsam vergehen. So, es ist 15 Uhr. Das wird hart. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can. Looks like a case of. Let's come back late. Naja. Ich glaube. Das wird richtig dumm, weil ich muss ja die ganze Nacht auch durchrauchen, oder? Das ist King Caesar übrigens. Okay, können wir den kurz mal zeigen? Der ist aber zu gut, um ihn nicht zu zeigen. Der Gregor hat ihn rausgesucht. Ja, ich weiß nicht, was das hier ist. Also ob er sich seine Haare zu einem BH zusammen... Soll das ein Hund sein, oder was? Am Anfang war es ein Hund. Naja, er war im Berg eingeschlossen, nachdem die Sonne im Osten aufgegangen ist. Oder andersrum auf jeden Fall. Und dann ist er rausgekommen und hat Godzilla gegen Mechagodzilla geholfen. So war das. Nachdem diese kleinen Damen, die so groß wie Lilliputaner, diese Mini-Damen zusammen singen, die haben ihn quasi wachgesungen. Ja, das ist halt das Problem, ne? Wenn du jemanden wächst, der so lange gepennt hat, der dann ist grummelig. Der erstmal mega grummelig. Der ist grummelig. 21 Uhr, Patricia ist nach Hause gegangen. Kann ich gut verstehen. Wir stehen ja auch seit 10 Stunden hier rum. We need to eat something. At this rate. I'll be the first FBI agent to die of hunger while I'm... Looks like a case of bad time. Let's come back. Also will er auch nicht, dass du draußen jetzt hier rumrauchst? Nee, rauchen geht, aber er will halt die ganze Zeit essen. Ach Gott. Hab ich mir nicht was genommen oder habe ich... Nee, du hast vorhin gegessen. Fuck. Ja, ich hätte was kaufen sollen, ne, zum Mitnehmen. Komm, wir machen das mal. Wir probieren es mal. Wir rauchen mal durch beim nächsten Mal. Lass uns doch mal kurz in die Werbung gehen. Wenn wir zurück sind, haben wir fertig geraucht. Und hoffentlich dann die Uhrzeit hinter uns. Dann bis gleich. Also, solche Nonsensformate wie verflixte Klicks, zum Glück haben wir hier noch ernsthaften Journalismus. Lispelmus. Auch bei uns wird noch seriös getrollt. Wir quatschen noch Bullshit, den ihr nachvollziehen könnt. Ja, ganz genau. Wir müssen einfach nur ernst dabei tun. Ey, mir ist gerade eben wirklich der Super-GAU des Kaffeeholens passiert. Die Tasse sieht nicht gut aus, muss ich sagen, ja. Wieso? Ach, weil die so ein bisschen überschmiert ist. Ja, werde ich dir gleich erklären, warum. Was ist passiert? Ich habe mir den Shit so, ne, wir haben ja irgendwie nur so, im Moment nur so Körnerkaffee, habe ich mir so ein bisschen was rein, ne, so zum Auflösen, Wasser heiß gemacht, und dann ein bisschen Hafermilch rein und Zucker. Und dann habe ich so umgerührt und habe schon beim Umrühren gemerkt, was ist das für eine komische Konsistenz da war das so unten so schmierig. Dann habe ich das so hochgehoben und habe so einen riesigen alter Schimmelpilz in meinem Kaffee. War das die Hafermilch? Ja, war die fucking Hafermilch. Oh. Und ich schwöre dir, ich habe so eine Angst davor, dass das mal passiert. Jetzt muss ich kurz an dieser Stelle dir kurz mal ich habe dir schon 100-mal erzählt, habe ich jedem schon erzählt, meinen Milchstreifen. Seit 15 Jahren erzähle ich davon. Einfach einen semipermeablen Membran mit einer Kontrollflüssigkeit in dieses Tetrapack-Band, was die Dinger produziert, einarbeiten. Und immer dann, wenn das, was da drin ist, schimmelt, dann wird der einfach rot. Es ist doch nicht so schwer, Leute.
Nie klappt das. Noch keiner hat das bis heute erfunden. Macht's von mir in den Deckel. Macht so einen kleinen Farbpunkt in den Deckel, dass du weißt, wenn es schimmelig ist. Warum macht das keiner? Kurz die Werbung, die ich mir dafür vorgestellt habe. Wenn ich dann irgendwann damit reich werde, hast du jemanden, der morgens aufsteht, so eine schlimme Party und so, du siehst, ist ein Student, ist ein Hengi, und geht er so in seinen Kühlschrank und hat so eine von diesen amerikanischen Dingern, die du so, wo du quasi keinen, nicht so einen Schnippel hast, sondern wo du es aufmachst. Ja. Ne? Wo du so eine ganze, und nimmt die so in die Hand und hebt sie so hin. Und es dauert sehr langsam. Es ist so ein viereckiger, weißer, wie so Tofu, der sich so langsam so rausschiebt. Und er hält auch noch. Und kurz bevor er hat die Augen zu, kurz bevor er seine Zunge trifft, schnipp, Kretschmer Milch, jetzt, mit. Und dann, weißt du, und dann irgendeinen coolen Namen dafür. Ey, und Scheiß, selten hat jemand so eine geile Idee schon fertig mit der PR-Kampagne, mit dem Werbespot. Und keiner will's. Du musst es andersrum aufziehen. Dreh zuerst den Werbespot. Na, und dann kannst du es verkaufen. Weil das Produkt ist ja nur sekundär. Das ist nämlich der Punkt. Weil du willst dich ja von anderen abschotten. Ja, du willst exakt. Ja was eigen absetzen, du willst was Eigenes machen. Ich habe diesen Schimmeldetektor. 95% der Produktentwicklung sind Werbung. Gerade bei Milch. Genau, und die restlichen 5% sind Werbung. Das kann mir. Bei Milch kann mir keiner erzählen, die haben einen großen Tank irgendwo unter Saudi-Arabien. Links das Öl, rechts die Milch. Und die gehen alle an denselben Tank. Da kann mir doch keiner erzählen, dass es da Unterschiede bei der Milch gibt. Das wird alles zusammengeschüttet. Haben die in Saudi-Arabien, die haben nicht so Melkmaschinen, sondern das ist wie Tankstellen, aber Reverse-Tankstellen, ja, wo Kühe vorfahren genau. Und dann die Zapfhähne dran. Die Kühe werden leer gesaugt. Ist auch eine gute Idee. Ist auch eine sehr gute Idee. Eine Reverse-Tankstelle. Diese Ideen, was wir euch hier heute an geilem Shit raushauen. Übrigens, mach mal Pause. Warum? Die Scherenmänner. Die Scherenmänner sind da. Du hast das Tutorial weggeklickt, was gerade aufgetaucht ist. Wenn du draußen nachts bist, ich glaube ab Mitternacht bis 6 Uhr morgens, ist die rote Stunde oder die roten Stunden angesagt, wo du von Geistern verfolgt wirst, die du erschießen musst. Okay, das heißt jetzt aber, ich muss am besten erstmal abhauen. Entweder, ich muss woanders rauchen. Entweder solltest du ins Hotel oder ich glaube da diese brennende Tonne, wo du gewesen bist zum Beispiel. Oh, ein Dreck, ey. Jetzt muss ich da zu einer brennenden Tonne, weil es die rote Stunde ist. Es ist wirklich. Aber ja, schau dir das an. Warum auch nicht, ne? Ich fahr ja schon weg. Ah, die sind ja überall! Ah! Und die springen dich alle an. Hättest du gedacht, dass es der Scherenmann doch nicht loslässt? Er ist nämlich kein Ehrenmann, der dumme alte Scherenmann. Der ist wirklich nicht. Das ist schon lustig. Ja, Hammer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weil du willst ja auch ein bisschen Action haben anscheinend. Das ist das Erste, was wir hier Action haben. Ich hätte mir auch sparen können. Glaube ich schon. Die rote Stunde. Also irgendwo sind verteilt nochmal diese Tonnen oder du gehst ins Hotel, eine von den drei Sachen. Oder du bleibst draußen und kämpfst dich durch. Ach. Nee, aber ich will ja auch nur wenige Stunden. Du bist eigentlich um 6 Uhr morgen wieder raus, ne? Ja, ich muss kurz schlafen und was essen. Das sind wichtige Dinge. Ist das eine Mülltonne vielleicht? Das ist ein Telefon, glaube ich. Ah, zum Speichern. Na gut, kann man ja auch mal machen, ne? Habe ich jetzt auch schon länger gemacht. Ah! Okay. Ein sehr schlechter Ort zum Speichern. Wie glaubst du, kommst du aus dieser Situation wieder raus? Nimm lieber einen anderen Safe-Sicherheitshalber. Ja, du hast wahrscheinlich recht, ne? Es sollte zwar kein Problem sein, aber wer weiß, was das Spiel jetzt macht. Na, Glück gehabt. Alter. Ich kann es halt wirklich nicht ernst nehmen. Schnipp. Passiert das, wenn die Gegner aus Halo dann böse Dämonen werden? Weil die kann ich ja auch immer, also ich sehe ja immer noch, ne? Ich kann sie immer noch nicht ernst nehmen. Oh, da kommt der Assistent. Ja, was soll das? Es ist ein bisschen. Ja, aber ich mag die trotzdem sehr. Ja, ich liebe es, dass die aufs Maul kriegen, aber ja, die sind ein bisschen doof. Es hat seinen Charme, aber ich verstehe dann nicht immer dann die Dramatik. Oh, das Universum, die Master Chiefs und alles. Und dann kommen da Clowns in Raumanzügen da an. Ja, deswegen haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen weniger wichtig gemacht später. Okay, ja, hier ist halt nichts. Komm, dann gehe ich jetzt hier zum Haupthaus. Ey. Könntest du dir damit den Friseurbesuch sparen, wenn du das so anlegst, dass die so immer den Kopf so dran vorbeischneiden? Ne? Dass sie immer so ein bisschen was von den Haaren erwischen, weil das wäre ja der günstigste Friseurbesuch von allen. Ich denke auch, vielleicht werden die auch falsch verstanden. Vielleicht werden die missverstanden.
Vielleicht wollen die. Oh, hier ist bestimmt wieder eine Tonne. Das ist eine Tonne, ja. Geil, guck dir das an. Komm doch her! Warte mal, und der macht jetzt nichts, oder? Ja. Kannst du ihn erschießen? Da drin bist du sicher. Ich habe L gedrückt. Mr. Alligator. Not sure how much help you'll be in this situation, but I guess you're better than nothing. What? What the? Zach, I don't even need to say it, do I? This is right out of that movie. Videodrome, 1982, directed by David Cronenberg. Cronenberg. At the time, it was seen as a hard movie to digest for normal moviegoers, but now it's become a cult classic. I always just saw it as another weird Canadian movie, but this changes everything. My arm and my gun have become one. Now I can really understand what Max was going through. Sehr interessant. Das sind schon gute Filme, die man hier auch mal sich angucken kann. Ja, also der hat einen guten Filmgeschmack. Und jetzt ist deine, jetzt hast du eine Fingergun sozusagen statt der. Also funktioniert genau wie das andere. Ist exakt dasselbe, ja. Und ein weißer Clownshut. Es sind tatsächlich Clowns. Snarf! Snarf! Wie viel Kohle man ist da das, aufkriegt. Ist das aus Thundercats? Snark! Die sehen aus wie diese Katze von Thundercats, habe ich das Gefühl. Snark! Kann ich den. Nee. Ja, da war der okay, auch. Das nehme ich noch mit Gegengift, andere das. Den Schlafsack habe ich jetzt auch. Ja. Was zu essen besser nachdem du gepennt hast. Kannst du dich ja wieder voll machen. Kann ich hier pennen? Ja. Du kannst einen Schlafsack nehmen und dann. Ach ja, hier in diesem Bereich kann ich jetzt pennen, ne? Okay, ja. Aber vorher werde ich noch. Hier machen sie nichts. Aber erschieße noch ein bisschen, dann gibt's ja auch nicht Kohle. Wo, oh, ja, warum sollte man das nicht machen? Ist doch perfekt hier. Ich habe geschützt durch ein die gutes Tonne. Seidentuch, Kaffee weiß. Was die auch für Items dabei haben. Vielleicht sind sie einfach fahrende Händler. Sind das? What are you snuffing? What are you buying? What are you buying? So, Schlafsack. Wegzeit drei Stunden. Zwei Stunden? Ja, zwischen 6 und 8 ist das Zeitfenster nur. Ich hoffe, dass du dann zeitig hinkommst. Na, wenn du jetzt 26 machst. 5:26. Ja, okay, das sollte reichen. Das müsste reichen, oder? Dieses Spiel wirft auch irgendwas zusammen, sagt der Chat. Ja. Ja, aber irgendwie sympathisch. Also die Quellen sind lustig. Ja, genau, er bietet mal was an. Ist vielleicht eine dumme Idee. Habe ich mal vor 5 Jahren irgendwo einen Film gesehen. Hier, bitteschön. Die Waffe ist nun eine Geisterwaffe. Wir hatten ja die Diskussion vorhin von wegen, hey, wenn du solche Spiele anfängst, du siehst, die sind natürlich nicht, das dauert bestimmt, ne? Okay. Ich mach mir da jetzt keine Sorgen erstmal. Oder es ist tatsächlich der Abschluss, aber das merken wir in 5 Minuten dann. Ich habe oft mehr Spaß mit solchen 40%, 50%, 60% Spielen oder sowas, die Wertung bekommen, als jetzt die absoluten Blockbuster. Ne? Weil die sind zwar auch, klar, man guckt sich dann die geilen Spiele an oder spielt auch das richtig gute Zeug, aber ich will auch etwas, was so ein bisschen kreativer ist, ja. Ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Genau, man will ja eigentlich nicht das Rundgelutschte, was man schon 100-mal hatte, man will ja schon dieses Edgige. Also, das ist so ein bisschen wie Kunstkenner, die ja dann irgendwann wirklich nur noch sich wirklich lebendig fühlen, wenn sie irgendeinen krassen Azi-Fazi-Film gucken irgendwie. Mhm. In Schwarz-Weiß mit weiß ich nicht, irgendwelchen afrikanischen Stimmen oder so irgendwas, wo man nichts versteht und dann kommen da noch irgendwelche anderen Ebenen drüber, Meta-Ebenen. Das mögen die. Ey, es geht nicht! Gib dem noch mal 30 Sekunden. Das ist doch nicht dein Ernst. Dann laden wir den Spielstand neu. Das kann doch nicht einfach nur einen schwarzen Bildschirm zeigen für eine Minute und das nennen sie dann Ladezeit. Es könnte durchaus abgestürzt sein, ja. Ich weiß es nicht. Oder was denkt ihr, Chat? Ist es abgestürzt oder nicht abgestürzt? Weil es passiert immer noch nichts. Eigentlich sollte er ja auch nicht so viel machen, weil wir haben ihn nur 2-3 Stunden gepennt. Okay, zum Glück habe ich kurz vorher abgespeichert. Ja. Oh, warum bin ich hier eigentlich? Wolltest du Alt-Tab machen bei der Switch? Ich wollte Alt-Tappen. Okay, ja, dann beende es. Oder? Ich meine, es ist, wir müssen. Ja, lad den Spielstand neu, das bringt okay. Nichts. Raus und X. Neu starten. Das finde ich aber wirklich krass, ne? Dass die so eindeutig häufig abstürzt, dieses Spiel. Also nicht die Switch, sondern das Spiel. Es soll auf jeden Fall mit den Patches mehr gewesen sein, als ich es gespielt habe. Wie viel hatte ich mitgezählt? Ich glaube, 7 Mal ist es mir abgestürzt. Also mir jetzt schon 2 Mal. Und teilweise wirklich mal so 1/2 Stunde plus, die ich noch mal machen musste, weil du einfach zwischendurch nicht speichern konntest. An so richtig fiesen Stellen. Jetzt haben wir ja die ganzen geilen Loot. Müssen wir jetzt müssen wir das nochmal machen. Aber jetzt kannst du ja effektiv looten. Ne? Auch der Clownsuit und der weiße Kaffee.
Ja, aber jetzt müssen wir echt schauen, weil die auch die Tonne jetzt ja wieder nicht aktiviert wird. Ja, wir suchen die jetzt, dann nehmen wir den Schlafsack und dann gucken wir mal, ob es beim zweiten Mal funktioniert. Ansonsten laufen wir einfach hin. Es müsste eine Tonne einfach bei der Brücke sein, wo du gewesen bist, irgendwie, wenn ich das nicht komplett im Kopf falsch habe. Mal gucken, 13.10 Uhr, das ist doch jetzt. Aber auch die Aufgaben sind so weird. Alles in diesem Spiel ist weird. Sehen Sie sich den Sonnenaufgang an dieser Leiche? Was genau? Ich bin gespannt, was wir gleich sehen. Wahrscheinlich hat er wieder eine Vision. Wie selbstverständlich er auch diese Visionen einfach als Hinweis nimmt. Ja. Was? Mein Gehirn hat mir gesagt, ich soll das, ich höre eine Stimme? Ja, nein, ich gehe nicht zum Arzt, ich gehe unter die Brücke. Es ist ja der Optimismus, den du da rausnimmst. Er kriegt die richtigen Schlüsse da raus und sagt, es war genau das Richtige. Ich kaufe die Alligator-Plastikpuppe und pack sie bei der Bowlingfrau davor, damit dann der Dialog dann passiert. Wie hat denn das jetzt eigentlich funktioniert? Also was genau ist denn passiert? Wir haben diese Alligator-Puppe dahin gelegt. Sie quasi ist dadurch später gekommen und wir konnten bowlen. Ja. Hä? Die Alligatorpuppe war ein böses Omen für die Bowling-Oma. Aber sie kam dann ja trotzdem. Ein böses Oma. Sie kam am Tag danach. Oder sie hat vielleicht haben wir einen Tag gebowlt? Vielleicht musste sie einen Alligator-Exorzisten holen. Das dauert. Das mal dreimal hintereinander. Das dauert, ne? Ja. Ja. Und bis der rübergekrochen ist, ne? Und dann die. Ja, sie muss jetzt mal Alligator-Exorzist, ja. Was sie. Oh, sie haben einen kleinen. Wie groß ist der ungefähr? Ja. Ah. Und dann haben die mir hier wieder einen Krokodilexorzisten geschickt, schon. Alligatorexorzisten. So, Achtung. Bist du ins Menü gegangen? Nein. Was hast du? Ach, die Cutscene kommt wieder mit, von wegen Schießen. Ich hab schon vor einer Minute gedrückt, ne? Nur so für euch zur Erklärung. Er bewegt sich noch, das ist noch gut. Es ist halt original schon wieder abgestürzt. Nein, das muss nichts heißen. Ich hab die Waffe gezogen, dann kommt ja eigentlich die. Wir haben's doch schon. Hättest du schon gesehen, haut nicht den armen Monitor. Okay, komm, der hat nichts für dich. 3, 2, 1. Alter, der. Ihr seid doch scheiße! Was ist denn da gerade passiert? Warte, kannst du dich bewegen? Nein! Lass das mal. Das ist so ein Fick! Lass uns mal durchlaufen, bitte. Das ist ja großartig. Ey, wie kaputt kann ein Spiel sein? Deine Katze, die wir schon geguckt haben. Und wie inkompetent kann ein Monster sein? Der schneidet nicht mal richtig. Na? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Wie lange hältst du denn? Das dauert zu lange. Das dauert einfach zu lange. Beende das Spiel und start's wieder neu. Okay, einen Stich gebe ich ihm noch. Nee, das ist so geil. Ich habe das ja noch nie erlebt, dass ein Spiel so scheiße läuft. Dass ein so gutes Spiel so schlecht läuft. Ja, das ist alles Absicht. Du hast nur keine Ahnung von der Kunst. Das muss es wohl sein, ja. Das ist so Kojima, Metagame. Ja, kann das du musst es dreimal neu starten und dann sind die um 4 Uhr sind die Geister halb so stark. Oh, ja, ja. Na, wenn's bei Kojima, der könnte das gleiche Spiel machen. Es wäre nicht ganz so absturzanfällig, weil das kann er immerhin. Und die Clowns hätten alle große Brüste, weil sie atmen über ihre Brust. Es wären auf jeden Fall Frauen. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, ja. Das ist so ein bisschen Toybox. Ich finde, das ist so, zeigt ganz gut, was man hier kriegt. Du kriegst ein Riesenpaket, da drin ist ein kleineres Paket, da drin ist noch ein kleines Paket und dann ist gar nichts drin. Ja. Du hast also zweimal diese Spannung und dann war's das. Das ist das Paket. Zweimal gar Spannung. Nichts. Gar nichts. Rein gar absolut nichts. Absolut. Gar nichts. Okay, wieder mal laden wir den Spielstand um 13.10 Uhr. Mittlerweile 13.20 Uhr übrigens. Wir haben nichts gemacht in dieser Folge. Nichts. Ja, jemand schreibt, das haben die nicht schon mal so ein Spiel mit dem Scherenmann. Ja, das war. Wie hieß es nochmal? Das war. Nightcry. 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 Gerade vor kurzem wieder ein Spiel von den Machern von Clock Tower gesehen, ja, wo ja auch jemand mit einer großen Schere hinterher. Genau, das war ja von denen, ja. Ach, das war. Nee, Moment, aber dann haben die ja noch eins gemacht. Haben die nicht noch auch Remothered gemacht? Achso, nee, Remothered ist im Geiste. Da haben, glaube ich, die Clock Tower. Okay, nicht dieselben Leute, es sollen. Okay, es hat denselben Spirit. Ja. Du siehst, wenn du richtig schlechte Programmierung hast, dann sind es die Leute von Clock Tower. Weil die können nicht mit diesen modernen PCs. Alles, was über Super Nintendo geht, ist schwierig. Ja, ich habe auch das Gefühl, auch das PlayStation Clock Tower war schon
unter seinen Möglichkeiten. Ich habe ein bisschen, ich habe eins von den Clock Towern mal in einem Let's Play hier kurz, also die PlayStation sagen. Sei gerne eingeladen, wenn wir das im Schocktober hier bei. Ja, machen wir einen richtig schönen Schocktober? Ja. Ich wäre dafür, wir müssen mal mehr machen hier, dass man mal Schocktober macht. Wir haben mindestens 30 Horrorspiele. Dann machst du halt jeden Tag mal ein Horrorspiel. Spielst du halt mal eine Stunde an, ist doch in Ordnung. Ich hätte so viele Crappy, die ich dir mitbringen kann. Jetzt, ich traue mich jetzt nicht, die Waffe zu ziehen. Du musst sie ziehen. Du musst ja schießen. Aber warte, lass mich doch vorher noch mal dahin, wo es funktioniert hat. Ich glaube, es sind zu viele Monster. Ich glaube, er schafft. Ach, meinst du dann? Okay. Ich kann es mir nicht erklären. Aber irgendwas ist ja. So, erstmal gucken, wo jetzt wieder eine Tonne ist. Sag, wenn du irgendwas siehst, ne? Ich bin hier ein bisschen. Ja, ich check mal. Das ist eine Palme. Das Dumme ist, ich kann ja jetzt auch keine Kippe rauchen. Oder doch? Nee, die würden mich erwischen, nee, ich glaube, ne? du wirst dann geschnibbelt. Kann er nicht beim Fahren rauchen? Also, das wäre natürlich mega cool, oder? Schlecht für die Lunge, aber naja. Ich meine, das ist schon machbar. Cool, natürlich nicht cool für die Lunge, ne? Also, die coolsten Skater, die ich kenne, die rauchen auch. Du meinst, ihre Räder rauchen, weil sie so cool skaten? Genau, ne? Natürlich. Was denkst du denn? Davon rede ich nur. Meine Tony Hawk ist nicht umsonst 85 Jahre alt geworden. Der hat sie einfach konserviert durch den ganzen Nikotin, ne? Ey, jetzt finden wir mal keine Tony hier, was soll denn das? Tony Hawk. Tony Hawk! Ach ja. Wenn er zu viel gegessen hat, ja. Der Tony Hawk, ne? Da guckt er selbst im Spiegel und macht zu dem Kleber, oh, du bist ja ein richtiger Tony Hawk. Guck dich doch an, Tony Hawk. Guck dir, wie ist der dicke Bastard aus Fat Bastard Austin Powers, glaube ich. Ja. Also, schau dir an, Tony Hawk. Er springt so aufs Skateboard und es bricht durch. Ey, das ist eine gute Idee. Ich würde das ja, auch spielen. Das ist für Mike Myers. Kannst du ihm direkt via E-Mail schicken, kann er direkt, es kommt doch ein neuer, kann er direkt als Gag benutzen. Ja. Ich glaube, es kommt ein neuer Austin das Powers, oder? Das, da kannst du doch nicht aufhören bei Tony drei Hawk, Teilen. Nein, das muss eigentlich. So. Nehme ich. Moment, der Schlafsack ist weg? Nee, da ist doch, weg. Du hast schon eingenommen, glaube ich. Echt? Ach, kann man nur einmal. Ja, du hast, ich glaube, die übernehmen dann sozusagen. Achtung! Mr. Alligator. Okay, skip die mal. Not sure how much help you'll be in this situation, but I guess you're better than nothing. Ich halte, ne? Okay. Ja, okay. Fieser Fettsack auf Deutsch, ja, haben sie ihn genannt. Wobei das Branding, weiß nicht, ob du dann heutzutage das klassische noch mehr benennen kannst bei Austin Powers. Naja, Austin Powers hat ja wirklich ein echtes Problem, was so diese PC-Mentalität angeht. Da muss man gucken, ob man das nicht irgendwie alles trotzdem noch lustig machen kann. Aber der Gag kann halt nicht sein, dass jemand fett ist. Ja. Und auch, das klappt nicht mehr. Und auch die Nummer von wegen, dass du heutzutage sind andere Zeiten, dass man ansprichst, der hat sich auch erledigt nach 5 Minuten. Das kann also nicht das ganze Ding sein, dass Austin Powers ein Relikt alter Zeiten ist, wo er schon ein Relikt alter Zeiten im Ursprungsfilm war. Das ist eigentlich lustig, ne? Weil das ist ja eigentlich schon die Story, dass man viele Sachen nicht mehr machen kann von damals. Eigentlich waren die vor ihrer Zeit mit diesem Setting. So, jetzt habe ich aber bald keine Muni mehr, wenn es so weitergeht. Du bist tot! Ermittlung gescheitert! Aber jetzt mal ernst, vorhin hat er mich 100 Mal geschnitten. Das war jetzt einmal. Hattest du was gegessen vielleicht dann davor? Dieser Fick, Alter! Machen wir noch mal vielleicht. Das ist ein Spiel! Wir kommen heute nicht hin. Wir schauen, eine halbe Stunde haben wir noch. Ob wir heute vielleicht diese eine Mission noch schaffen? Ob das noch was wird. Ey, warum werde ich denn jetzt von einem Mal gekillt? Das ist doch überhaupt kein Zusammenhang. Vielleicht hätte ich was essen sollen, ja. Das war aber radikal geschnitten. Das war radikal geschnitten, ja. Sag mal, also was sollte man als Twitcher heutzutage dann spielen? Among Us ist doch jetzt viel geiler als Fall Guys. Jetzt musst du Among Us, aber das Problem ist halt, du brauchst Freunde dafür. Ach, deswegen, nee, dann ganz vergessen. Ja, das ist nur für die ganz Großen was. Nee, Among Us wollen sie alle. Das ist ja so lustig. Among Us gibt es seit 2 Jahren. Aber ich kann mich sogar erinnern, dass ich das schon vor Ewigkeiten mal entweder gespielt habe oder auf einen Zettel geschrieben habe. Ich glaube, der Voice-Chat soll jetzt dazugekommen sein, habe ich gelesen. Und dadurch wird es natürlich erst sinnig für die ganzen YouTuber und Twitcher, dass sie gemeinsam spielen. Fall Guys natürlich. Ist Fall Guys das PUBG der Multiplayer-Spieler jetzt? Ne? Also von wegen, wie Fortnite es gekommen hat, den Kuchen gegessen. Ist man immer noch erfolgreich?
Doch, doch, ja, ich finde auch, ich meine, die Aufmerksamkeit der Leute kann sich ja immer nur auf ein paar Sachen konzentrieren. Also, was zu Fall Guy geht, wird von Fortnite weggenommen. Ja. Wahrscheinlich, ne? Da kann man schon mitrechnen. So ist es. Ja, Fall Guys würde ich schon mal spielen. Ich glaube, das Konzept ist verträglicher für Misanthropen, die nicht Multiplayer machen wollen wie ich. Also, Fall Guys macht mega Spaß. Es ist wirklich toll, auch wenn man verliert. Und ich habe ja vorgestern habe ich 3-4 Mal die Krone geholt. Ist ja super einfach. Und das macht echt auch, wenn man schon super ist, wie ich, macht's Bock. Ist denn mein Gebäude das da rechts? Das 360 Meter, glaube ich, ist dein Gebäude. Ja, das ist da auf der rechten Seite, gut. Aber eigentlich müsste ich wieder zu der Tonne. Da waren ja auch genug Kekse drin, ne? In der Schlafsack. Ja, da war ja eigentlich alles richtig, außer dass es eben immer abstürzt. Wir sind geradeaus gefahren und dann war das da, ne? Also hier irgendwo auf der linken Seite, glaube ich, eine Tonne. Passiert, wenn alles gleich ausschaut, ne? Verdammte Planstadt. Es sieht wirklich furchtbar gleich aus. Oh, da sind Ausrufezeichen. Könnte das sein? Ja, es ist Polizeirevier, glaube ich. Nee, oder? Ich glaube, weil das alles so gleich ist, so sind diese Schlüsselpartys entstanden, ne? So die softe Form des Swingers, wo sie alle treffen und dann alle ihre Schlüssel in eine Bowl und am Ende nimmst du den Schlüssel raus und gehst dann dahin, wo ich mir immer denke, hä? Aber du weißt doch nicht automatisch durch den Schlüssel, wo der da wohnt. Du musst doch immer noch, ey, was für ein Schlüssel ist das? Ja. Okay, dann bumse ich jetzt deine Frau, ja? Okay. Ja, ja. So, dann musst du doch immer noch miteinander reden. Und sagen, ach, ist deiner. Ja. Naja. Man probiert einfach, das ist der Part, den man nicht sieht in diesen ganzen Reportagen, dass die einfach eine halbe Stunde sehen und alle Schlüssel durchprobieren. Das ist ein Schlüsselbund. Und geht eigentlich auch. Oder dass einer einfach alle Häuser ausräumt. Was? Beklaut bei der Schlüsselparty. Was tun? Ganz im Ernst, wenn du dann sowas aufziehst und dann dafür Geld nimmst, dass du so ein Organisator bist. Klar, du brauchst erstmal abwaschbare Bettwäsche. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich würde dann so eine Schlüsselparty machen und dann einfach alle Schlüssel andersfarbig markieren. Nur, es sind exakt die gleichen Schlüssel immer. Das führt alles zu deiner Wohnung. Alles zu deinem Schlafzimmer. Nein, aber egal, welchen die rausnehmen, er macht einfach die Tür auf, wo sie da stehen. Und dann sagt, ah, zufällig das Richtige erwischt. Ne? Und du hast nicht diese scheiß Probleme. Oh shit, ich sterbe gleich. Deine Hitpoints. Ich muss was essen. Ja, aber du hast nichts zum Essen. Ich hab doch eben noch. Oh nein, Gott. Ja, Alter, aber dieses macht mich so fertig. Aber du fällst doch nicht tot um jetzt, oder? Also erst, wenn du erwischt wirst. Wir müssen also wenn ich einmal berührt werde, war's das. Aber jetzt muss doch irgendwo. Letztes Mal haben wir es doch auch gefunden. Da ist dein Hotel immerhin, da könntest du. Obwohl, ja, hier quer rüber, irgendwo findest du was. Scheiße, mit einem Hitpoint durch die Nacht. Da Gregor, vielleicht? Uns wird vorgeworfen, wir nehmen das Spiel nicht ernst. Ihr liegt genau richtig. Das Telefonzelle, scheiße. Nee, da wollen wir nicht in den Abgrund. Ey, ich finde die Tonne. Ich glaube, ich könnte dir sagen, wo eine Tonne ist. Kannst du mal auf die Karte gehen? Moment. Nämlich kurz, ich glaube, wir sind hier nah dran an irgendwas. Das macht mich fertig, dass der so cool über Gras fahren kann einfach. Ja, und es macht auch keinen anderen Soundeffekt. Das ist wieder Speichern, glaube ich. Nee, okay, du wolltest mal auf der Karte gucken. Genau, wo. Also die Brücke, wo diese Discovery Site ist, wenn du über die Brücke rüberfährst, dieses Feld auf der linken Seite. Also nicht da, sondern unten. Da? Hier. Guck mal, hier müsste irgendwo eins sein. Ups, Moment. Wenn ich nicht komplett so stehe, kann ich nochmal gelbe Markierung machen. Okay. Ich hoffe, ich irre mich nicht, aber ich glaube, da müsste eins sein. Mit einem Hitpoint durch die Nacht. Das ist so Helene Fischers neues Lied, ne? Ja, ey, Schlager für Gamer. Das ist auch so ein Ding. Heute hauen wir die Millionenideen raus. Wirklich, es ist eine super Idee. Macht's mal. Also sowas wie Dark Souls Schlager. Ja. Die Leute hören's erst ironisch, dann catcht sie die Melodie. Oh shit, warte mal. Nee, du musst da oben rüber. Ja, aber wo ist denn war auf der rechten Seite, ne? Auf der anderen Seite, weil die Brücke. Genau, musst erstmal zur Brücke rüber. Schlager hört sich für mich aber an wie eine Genrebezeichnung für Prügelspiele, ne? Entschuldigung, wie war das? Naja, wenn du hast doch in einem Spielladen gearbeitet. Ja. Ne? Kommt hier mal rein. Können Sie mir mal diesen Schlager geben, Tekken oder Soul Calibur? Schlager. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Ansonsten bin ich hast aber auch direkt einen guten Gag. Für den Dark Souls Schlager. Um dieses Schlagerding irgendwie so. Ach, herrlich. Ein Schlager. Atemlos durch den Schacht.
Erinnere mich dran, ich habe für den Future Club einen Clip aufgenommen mit Matthias Leim, dem Popsänger. Hab ich gesehen. Habe ich die Minute gesehen. Ja, habe ich den nicht fertig machen können, habe ich den als Minute dann verwendet. Ich saß dann eine halbe Nacht und habe mir dann Parodietitel überlegt für die... Da waren aber viele gute dabei. Da waren viele dabei, ich muss noch mal gucken, was die... deine Orientierung, Digga, war genau richtig. Ja, ne? Da ist eine. Ich glaube, das ist die einzige, die ich benutzt habe im Spiel. So. Die können mir nichts tun, okay. Trotzdem will ich mich beeilen mit all meinen Dingen. Und du hast auch noch nicht die Cutscene geguckt mit Baller sie an oder so, ne? Weil du hast ja noch nicht gemacht jetzt mit diesem Safe, glaube ich. Ne? Das war ja auch der Absturz anfällig. Ja. So. Wieso kriege ich... Bitte stürz nicht ab. So kriege ich deine Werbe mit Moritz vor den... Ach, die hatte ich auch schon. Können wir da mal kurz draufschalten? Das ist ganz lustig. Bevor mein Spiel abstürzt. Das ist... Ja, mach mal Pause lieber, weil dein Typ sieht nicht gut aus gerade im Moment. Alles gut. Der kann ja nicht angegriffen werden, ne? Ich drücke wieder L. Also, ja. Ah, da kommt die... Cutscene. Aber diesmal ist nicht abgestürzt. Das ist auch immerhin gut. Ja? Soll ich denn überhaupt vielleicht soll ich nicht auf die schießen? Ja, du kannst hier übrigens auch gedrückt halten zum Aufladen und dann hast du so eine Art Homing-Schuss. Das kostet aber immer jeweils, glaube ich, einen von deinen Augenpunkten auf der Seite oben, die du wieder aufladen musst dann später. Ah ja. Nee, vor unserer 60-Minuten-Show, 60-Sekunden-Show, einfach mal eine Werbung mit Moritz. Das ist so schön. Dieses Geräusch ist schon ziemlich lustig. So, jetzt nehme ich noch mal die restlichen Kekse. Ich dachte, offen gesagt, dass das ein bisschen mehr Energie bringt, aber das war ja. Hast du sie genommen, bevor du. Fail. Ach nee, das sind. Ja, nimm die restlichen. Nimm Lollis und Kekse. Ah, die machen nur. Ach nee, die machen auch nur. Die geben Satz. Nur ganz wenig. Die ja, okay, geben nicht dann, so viel, dann ist ganz viele davon. Pfeif dir die rein. Ah, ein FBI-Frühstück. Sechs Lollis. Ja, doch, die Lollis, das geht doch, ne? Guck mal, wie deine Sättigungsleiste. Ja, ich lolli mich dann richtig, du lutsch dich in den Gesundheitszustand. Aber das ist doch nur, ich lutsch dich gesund, da sollte man vorsichtig sein, wenn jemand. Aber das ist doch nur. Ne, okay, ja, ein Kunde hat gereicht. Aber meine Hitpoints. Ja, aber dazu musst du pennen für die Hitpoints. Aber ich habe doch gerade 2 Stunden geschlafen. Reicht das denn nicht? Na gut, okay. Ja, ich habe ein bisschen was zurückbekommen. Ich habe ja auch ein bisschen was bekommen, muss ich sagen. Achso, unsere Profile-Show. Das ist doch schön. Das läuft doch auch mittlerweile, glaube ich, jetzt bei uns. E-Sports Profiles. Ja, fand ich lustig, ne? Hier, genau. Da war nämlich der Moritz. Der macht die Werbung. Der macht ein Werbevideo für uns. War ich auch überrascht, als ich ihn plötzlich auf YouTube-Werbung hatte. So ist das mit den Rocket Beans. Sie sind überall. Das bedeutet, YouTube weiß, dass ich Rocket Beans gucke. Oh Gott. Okay. Also 6 Uhr morgens haben wir durch. Ah, gleich. Ach ja, da ist ja der. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich da runter, ohne dass ich allzu sehr gegessen werde. Dann fahr noch erstmal rum, bis du die nächsten Minuten weg hast. Ah ja, da sind sie, die Namen, wo ich jetzt einen ganzen Abend überlegt habe für Songparodien, die ich da reinschreiben kann, ganz schnell in diese Time-Life-Songparodien. Die verdammt, ich schieb dich. Oh, bitte. An der Mordseeküste. Glock mir an Amadeus. Glock mir Amadeus. Ich will eine Schokolade. Flieger, grüß mir die Yvonne. 10 kleine Sägermeister. Finde ich gut. Ey, das sind gute Gags. Ein Pinsel mit 2 Zwergen. Du hättest bei der Bulli-Parade auf jeden Fall Spaß gehabt. Oh, Spitz in Amerika. Fand ich auch nicht schlecht. Kids in Amerika. Ja, ja, ja. Spitz in Amerika. Wow, ich bin Spitz in Amerika. Das Ei aus der Tiger. Weiße Hosen aus Athen. Du Bette liebst Davis. Einen Wicht? Du liebst mich nicht, du liebst deinen Wicht. Du liebst einen Wicht. Okay. Oh, dann hatte ich noch mal Zock mir Amadeus. Das geht auch natürlich. Küss die Wand, schöne Frau. Atemlos durch den Schacht. Küss die Wand, schöne Frau. Das ist auch gut. Schwarzbraun ist der Hasselhoff. Ja.
Das ist er. Okay, Moment, ganz kurz. Es geht los. Okay. This is how it has to be. Okay. Du hast noch mehr, ne? Ich habe noch eine Handvoll, ja. Ja, mach mal. I like shopping. I like Chopin. Das kenne ich immer. Ein, zwei Schweinereien. Ne? Ohne dich schlafe ich heute Nacht gut ein. Und nicht vergessen, killing my soft eyes. Oh, und da habe ich lange überlegt, aus ein bisschen Frieden wird ein bisschen Brie, denn. Finde ich gut, die das hier aus dem Käsealbum, ne, aus dem gelben Album. Ja, und nicht zu vergessen, Lanz in Weiß, der neue Moderator. Glanz, Lanz in Weiß. Lass das nicht die ARD sehen. Ja. Ach nee, Lanz ist ZDF, ne? Was auch immer. Beides. Wirfst du gerade Steine? So, was, weißt du, was mich richtig freut? Dass was Gottschalk denn, zwei neue Shows kriegt. Weil der ist noch nicht so alt. Der ist 70, da kannst du ruhig noch mal zwei Shows raushauen. Ja. Die Ich-bin-so-alt-Show? Nee, es ist eine Nostalgie-Show. Die, jetzt nehmen uns die alten Säcke sogar schon die Nostalgie weg. Wirklich? Wir sind doch diejenigen, die die 80er feiern. Wir lassen das hochleben. Nicht jemand, der in den 80ern schon 20 war. Ja, also eigentlich, Gottschalk ist for some reason I could never beat you. In 1990 ist er 40 geworden. Warum auch immer ich das weiß. Ne? Das fragen wir auch, warum du das weißt, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es in der Pop-Rocky gelesen damals. Das ist ganz schlimm. die Pop-Rocky und die Popcorn. Naja, ich hab hauptsächlich die Bravo und die Pop-Rocky gelesen, weil die Pop-Rocky war die günstigere für die cooleren Kids, hat man sich eingeredet. Und da gab es Gottschalk zum 40. Gratulieren wir dir im Jahr 1990. Warum auch immer. Das heißt aber, wir sind ja jetzt älter als Gottschalk damals in den 90ern. Wir dürfen die Nostalgie wirklich machen, weil Gottschalk, der müsste dann wieder doch die 50er oder irgendwie so ein Scheiß. Genau. Ja. Da tun sie nämlich so, als wäre der Gottschalk gar nicht so alt. Nein, der Gottschalk war cool, genau. Aber er war halt cool, vor allen Dingen. Ja, gut. Nein, schon gut. Guter Typ. Also, ich weiß noch, dass der. Dass Gottschalk auf Twitter irgendwann Ede gefollowt ist. Ja. War Ede total happy und hat voll aufgepasst, was er schreiben entfollowed. Soll. Und dann hat er ihn wieder entfollowed. Das ist eigentlich das Beste dran. Also, da kann ja Ede nichts für. Aber es ist halt einfach geil, weil du denkst so, okay, jetzt fängt's an. Ne? Genauso jetzt wie mir folgt ja auch Böhmermann. Ich weiß genau, wie der mir folgt. Der ist irgendwann mal aus Versehen draufgeklickt, weil irgendwo wollte jemand, dass er ihm folgt und dann auf stumm schalten. So, ich folge ihm, aber ich schalte ihn stumm. Hundertprozentig. Und es ist nicht, es das ist völlig macht okay. Man doch nicht. Ich mach das doch auch. Nein, dich habe ich nicht stumm geschaltet. Ja, das wäre ja auch, ne? Ich poste ja auch, nie. Das wäre ja auch Quatsch. Ich retweete ja nur euer Kram. Das volle Programm. So, okay, komm, Steinmatch kommt jetzt. Stein okay. Versus Wasser. Siehst du, und da können wir auch wieder eine Show draus machen. Stein einfach versus so, Wasser. So ein Wasser und dann kann jeder erzählen, was er für einen Stein hat und wie er den geschliffen hat. Und dann gewinnt nicht dann immer das Wasser, weil der Stein landet doch irgendwann da. Steine hüpfen. Drücken von A hüpfen lassen, okay. Willst du einen Pro Bridge verwenden? Und los. Das war gar nicht so schlecht, oder? 7 Sprünge, finde ich gut. Ich glaube, ich habe nie 7 Sprünge da geschafft. Irgendwas mache ich da immer falsch. Du hast, warte mal, Fiss, du hast jetzt einen Lolli gekriegt, weil du 100 Punkte beim Stein hüpfen. Aber wenn du ganz cool bist, kriegst du eine Echsenhaut. Der Fluss schenkt mir. Aber wollten wir nicht eigentlich gerade diesen Fall lösen? Ist das nicht eigentlich, ist das nicht Ablenkung galore? Ist vollkommen logisch. Du musst ja auch deine Gedankengänge fokussieren. Und wenn du das durch Steine werfen machst. Oh, er hat sogar was entdeckt dabei. Ein Boot. The word Mississippi means father of waters. It has the power to carry boats down the tiniest of tributaries. It's one of the prime symbols of America's majesty. And the vitality of the human race. Now about that boat. What sort of cargo would give it such a deep draft? What else do you see, Zach? I saw it clearly, if only for a second. The dragonfly crest. This town never wants to stop reminding us about the Clarksons. Ist dir dieses, ist dir der hier? Ist dir das aufgefallen, dass dein Totenkopf ist?
Kann die Regie in der Mitte des Bildes, oberes Bilddrittel, ist eindeutig ein Totenkopf. Das ist ja geil. Das ist sicherlich absichtlich. Das ist doch nicht aus Versehen oder so. Das macht doch keiner aus Versehen. Das ist eindeutig ein Totenkopf. Ein Totenkopf! Oder deine Totenkopfjacht ist gesunken. Und es gibt ja Leute, die Angst vorhaben, ne? Von Schiffen, die versunken sind und in Unterwasser noch zu sehen sind. Ja, Thalassophobie. Mhm. Vor großen Dingen im Wasser. Und es gibt aber auch eine andere Angst, die ist quasi nur Angst vor großen Gegenständen. Dies ist auch ein sehr lustiges Subreddit, weil da findest du dann halt wirklich so riesige Donuts, riesige Dinger, wo du denkst, oh, das ist aber groß. Das macht mir aber Angst. Unproportional groß, weil ich gehe ja hin und sag, oh nein, ein Haus! Ja, es ist schon Dinge, die eigentlich klein sein sollten, ne? So, okay, wir machen hier kurz jetzt die Geschichte und starten sie. Jetzt geht's nämlich los. Ich hoffe, dass es nicht abstürzt. Do you remember the Oracle? When the sun awakens. Catch the tip of the baby bear's tail at the false altar. And the entrance to the other world will reveal itself to you. In other words, we need to go to where Lys was found and look north at dawn. I wonder what we'll see. Finden Sie die Singularität? Also das ist so ein bisschen, wieso denn jetzt, was ist denn jetzt die Singularität? Das sind so Begriffe, die kenne ich eigentlich in anderen Kontexten. Singularität ist das schwarze Loch, das musst du also finden. Aber ich glaube, die hat gerade frei. Ja, irgendwie, naja gut. Nennt man schwarze Löcher wirklich Singularität oder klingt das hier nur cool? Doch, Singularität, ich habe genug Star Trek geguckt, oder Leute? Ja, ist das so? Ist es nicht? Die Singularität, das schwarze Loch? Ja, aber es gibt so viele Dinge, die mit Singularität beschrieben werden. Deswegen finde ich das so interessant. Okay, ein alter Werbeflyer für einen Film. Ein riesiges Motorrad und davor scheint jemand auf einem Fahrrad durch die Luft zu fliegen. Das ist E.T. 2, wo sie mit den Motorrädern dem E.T.-Fahrrad hinterherfahren. Ja, und E.T. 1 endet ja, wo er abhebt mit dem Alien im Korb, da endet der Film. Und ja. Beim zweiten landet er und gewinnt den BMX-Wettbewerb. Oder wie? Genau. Und dann kriegen die, weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts ein. Aber wichtig ist, dass dann kommen die Bösen, die haben dann Motorräder, sind nach Hause in die Garage, haben Motorräder geholt, haben da ihre eigenen Aliens vorne reingesetzt und dann fliegen die in die Verfolgungsjagd. Geiler Film. Aber E.T. 2. Ich sehe dann aber auch, der eine hat dann, was für ein Alien hast du genommen? Da ist so ein Xenomorph drauf, der den Typen frisst auf dem Motorrad. Ja, so genau, das ist ein guck so, genau. Ach. Du lachst jetzt, aber. Das ist ja wirklich E.T. Also offenbar E.T., ja, natürlich, erzähle davon. Genau, Singularität ist der eigene Horizont in einem schwarzen Loch, also der Event Horizon, genau. Ja, genau, wo du nicht mehr rauskommst. Genau. Aber man nennt doch auch, egal. Aber Singularity wird halt auch für andere Begrifflichkeiten benutzt, für Zustände und alles. Aber ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu, bin ich in den falschen Kreisen. Vielleicht ist es eine Nerd-Dating-Plattform. Nee, ich kenne das so aus so Sci-Fi. Singularitäten aus deiner Umgebung? Nein, aber ist egal. Ist auch nichts Schlimmes, so ist einfach nur andere Verwendung der Worte. Okay, so, da steht ja genau, Singularität, lateinisch singularis, einzeln, vereinzelt, eigentümlich, außerordentlich. Also kann für Verschiedenes stehen, ne? Ja. So, eine angespülte Flasche. Als Kinder waren wir immer ganz aus dem Häuschen, wenn wir so eine gefunden haben. Ja, man denkt immer, da ist der Schatz. Mhm. Der Schatz vom Silbersee. Das war ja kaum Gold. Irgendwo. Und dabei ist nur Krätze immer dabei. Ja, Ende. Nur genau. Wer weiß, es hätte ja ein Brief aus einer fernen Welt drin sein können, der unser Leben komplett verändert. Bitcoins kaufen. Aber Flasche hätte unserer Fantasie wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für dich immer noch Fantasie. da ist nur dreckiges Wasser drin, ne? Alter Reifen, aufgereihte Steine. Das kenne ich doch, das ist Hohenstange. Stonehenge, kein Zweifel. Es ist wirklich ein kleines. Eindeutig, Mini-Stonehenge. Monhenge. Was denn der Altar, den du dir da gebaut hast? Ja, das ist, wenn ich irgendwo auf einer Wiese betrunken einschlafe, ist es Monhenge. Du weißt ganz genau, die zwei Teile vom gelben Kristall, die Stange da und die Stange ist wichtig für den Blitz, ne? Mhm. Ja, und natürlich vorher den Wachen mit dem alten Whisky, exakt, weil die trinken ja alle. Ja, aber den trinkt er auch nur mit Annie zusammen. Nur mit der Frau. Mhm. Da ist nämlich Schotten, war das Schotten? Nee, wer war denn? Engländer? Ja, ganz Stonehenge ist normal in England. Ja, natürlich.
aber der wirkte wie ein Schotter. Egal, den musst du dem Whisky geben, den du dem Penner vom Flughafen abgeholt hast. Dem Penner gibst du das Buch. In Miami, der dann genau. Wiederum das Selbsthilfebuch von den Hare Krishnas gibst du in Miami an den Penner, der, weil Miami ist geschlossen wegen Bauarbeiten. Du kriegst den Whisky, den du in England dann, ja. Und so spielt man Zack McCracken. Ja. Nichts. Warst du schon bei Stonehenge? Ich war noch nie da. Nein. Das sind doch nur ein paar Steine. Aber, naja, ich hätte schon mal Bock dahin, einfach weil das so eine kulturelle Relevanz hat. Was mich ein bisschen abturnt, ist, dass du natürlich dann wieder sofort in dieser Ancient Aliens-Ecke dann sofort gelandet bist. Ja, sobald du dann bist, ja, in diese ganzen, die Mayas damals und. Muss ich sagen. Manche Anhänger der Präastronautik glauben, dass. Vielleicht wollte sich da auch einfach jemand ein Haus bauen und hat einfach mal rumprobiert, ja, und hat am Ende gemerkt, ey, ein Dach auf die Art. Der talentloseste Maurer aller Zeiten. Ja, aber du willst ja auch nicht so riesen Steine als Dach haben. Also ich kann verstehen, dass der sich überlegt hat, ach, das ist eine blöde Idee, ich lass das. 200 Jahre später Stonehenge. Mhm. Aber das ist ja, das wissen die wenigsten, das ist ja wie bei der Mona Lisa. Stonehenge ist in Wirklichkeit viel kleiner. Das ist 1:1 Stonehenge. Die Leute sehen ja immer nur diese geschönten Pressefotos, wo so die Größe nicht ganz erkennbar ist. Und dann gehst du hin, dafür bin ich hergekommen. Dafür? Das gehört in ein Museum. Auf dem Foto sah es ganz anders aus. Guck mal, die Todeswasserspiegelung, sogar die kann ich mir angucken. Ja, das ist sogar die richtige. Geheimnis. As clear as day, that's the spot. The barrier between our world and the other world. One might call it a singularity. Das ist alles sehr hanebüchen hier. $20 nur gibt's dafür. Naja. $20 für Skull entdecken? Now, what do you say we go inspect that cabin? Why did you leave me behind? You're not supposed to investigate without me. Wie hast du mich gefunden? Oh, I'm sorry, Patty. You just missed a special moment. What moment? Too late. The sugarcane plantation? So what? You can't see it? All I see is the Clarkson's plantation and that gross silo. There you have it, Zack. Patty, Zack and I will take it from here. In the meantime, you need to head home and wait for us. Wait at home? Alone? Yes, but only for a while. Once I make some progress, I'll contact you again. Hey, hold on! Also, would you mind telling Melvin that I'm heading to the sugarcane plantation? I'm sure we'll need his help later. Whoa, Agent York! You're really gonna leave a little girl like me here all alone? Act like an adult for once in your life! I promised to protect you from all the evil in our world! You promised! Protect me! You'll be fine. You made it this far alone, didn't you? Das sind nicht die Mundbewegungen für. Ach, schön. Ab zur Singularität. Ups, nee. Oh, wer? Okay, dann lieber was zu essen. Speichern und dir richtig was zu essen holen, ne? Das sind ja alles leider ja, nur. Du hast recht, Snacks. Snacks sind keine. Oh. Du solltest. Also, du musst jetzt, glaube ich, nicht zum Hotel zurückfahren. Wenn es irgendwo einen Kiosk oder einen Laden gibt, kannst du dir was holen. Nein! Naja, komm. Einmal mach ich's. Einmal machen wir es noch. Du wirst ja auch die Echsenhaut haben. Naja, wann? Sobald das. Das war doch ganz okay. 9. Das war ordentlich, ja. Was krieg ich? Was krieg ich? Nix. Weiter. Mein Scheiß. Aber safe sicherheitshalber nochmal ab, weil ich sobald hier was mir auch irgendwie abgeschnibbelt. Ochsenfroschzunge. Mm. Ochsenfroschzunge. Mm. Only in Louisiana. Liegen einfach so Delikatessen darum. Das jetzt noch auf die brennende Mülltonne, das ist ein Luxus. Mm. Luxus-Diner. Magnifique. Magnifique, magnifique. Der Ochsenschwanze auf der Tonne gebraten gibt eine knusprige, wie von dem Metall, der Lack, das ist ja wie Gewürze. Da machst du der Lacke auf den Ochsenschwanze. Mm-hmm. Aber es war Ochsenfrosch. Oh, hab ich den Falschen, hab ich die Ochsenschwanze mit der Ochsenfrosch? Welcher Teil ist das denn lecker? Also Ochsenschwanz verstehe ich, aber welcher Teil am Ochsen ist der Frosch? Das wissen nur Köche, wissen das. Die können das.
Das ist wie Fugu. Du musst wissen, wo du schneidest. Ach, Fugu. Ich dachte, du hast Fubu gesagt. Und jetzt so diese baggy Klamotten aus den 90ern. Na, ich dachte eher an Febo. Ja, das sind diese, wo du das Essen in Holland aus der Wand holst. Ah, das kenne ich auch. Ja. So, finde ich immer noch geil. Das kann nicht gesund sein, aber. Nee, es ist gar nicht so dumm, weil dahinter ist ja die Küche. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Tresen mit einem Fach. Das heißt, du musst nicht kommunizieren mit den Menschen. Das ist natürlich in einer Stadt, die hauptsächlich aus Weed bekifften Leuten besteht, ist natürlich ganz gut. Geht auch schneller dann, ne? Weil die stehen dann lange vor dem Ding und überlegen, will ich den jetzt haben? Und das würden die normalerweise halt vor der Theke stehen. Eben. Also, und dann sagst du, mach das lieber da. Einfach geh an die Wand, du Depp. So. Talk to the Wand. Talk to the Wand. So heißt der Laden. Talk to the Wand. Ich habe gespeichert, ja. Okay, Essen brauchen wir. Da wird gegessen. Du kannst jetzt zum Frühstücksservice, glaube ich, hoch. Bei denen. Wobei das da auch kostet. Selbstverständlich. Ich habe nur Y gedrückt. Warum hast du Y gedrückt? Who might you be? I'm Raven, but around here they call me the Speed Witch. Illegal bist du. You're here investigating the lease case, yeah? And instead of a car, you're using a skateboard? For real? You've already become the talk of the town, you know? Anyway, I was just wondering if you needed any help. What's your name? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Okay, Yorkie it is! I'm actually testing out a new kind of business right now. And I was hoping you'd be down to try it out, Yorkie. What kind of business are we talking about here? I drive my customers to wherever they want to go, and once we get there, they pay me. Now that I think about it, I reckon it ain't much different from a taxi. Seems a bit strange to call it a new type of business, then. Because you haven't heard the details yet. Here, let me explain. I got a feeling that in the future, cell phones are gonna get more advanced. And people are gonna be able to just order taxis from their phones whenever they need to get somewhere. So I'm thinking, hey, why don't I just start a company that instantly sends out drivers to take folks from point A to point B? How? I want to make it so that anyone out there can just register on my site as a driver. I'm talking normal people, not pros. Then once we get a request, we'll just send out the driver who's closest to the customer. It'll be a hell of a lot more convenient than public transportation, and faster than any normal taxi company. I'm positive it'll be a big hit. And I'm gonna call it Wyvern. The logo will be a Y and a V. Cool, yeah? Is that legal? Beats me. But if I hire them all as independent contractors, I reckon it'll work out. See, that means each driver and customer will be bound by their own private agreements. My company will just provide them with a platform to hook up. Squeaky clean, right? Now, here comes the fun part. There is a fun part? Get around while you're in our town, Yorkie. For a fee, of course. Like a taxi. Keep an eye out for my balloons. Whenever you see one in town, give me a whistle and I'll be there. Why not invite me to use your site then? Why are you out here driving around? I'm still experimenting with this business model. My site isn't open yet and I'm still trying deswegen to die Reifen. What sort of fee. Das ist analoger Point of Ja, das ist so. Ja, wir haben es verstanden, Sverry. Irgendwo hast du mal von Uber gehört. Wir haben es doch kapiert. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt Kommentar oder Kritik ist oder sowas. Weiß ich nicht. Das ist like little more than a scheme to make some pocket change from carpooling. What's new about that?
Although it will be a bit hard for us to keep investigating here for days with nothing but a skateboard. What do you think? Should we accept her offer? Kein Bedarf. Ja, ich will doch jetzt erstmal da rein. Wenn du jetzt nicht mehr Quick Travel kannst im ganzen Spiel, dann weiß ich ja auch nicht. Ja, ist das halt so. Ich hab mein Bike. Ich bin Board. Siehst du? Achso, ja, sowas ist scheißegal. Okay. Business. The new Cutting Edge Transportation Service. We'll come to you, wherever you are. Also auf jeden Fall, es ist der Quick Travel im Spiel. Lohnt sich, weil es kostet, glaube ich, nur $1, egal welche Location du fährst. Na gut, okay. Solange ich wirklich auch alles aussuchen kann, kann man wirklich mal machen. Du musst aber einmal diese Ballons gesehen haben, ne? Also jedes Mal, du musst also erstmal zu jener Location hingegangen sein, bevor du da hingehst. Einmal den anklicken, oder was? Ja, jetzt noch nicht, weil den hast du schon gemacht. Du siehst ja, okay, also die drei sind schon freigeschaltet, aber es gibt überall auch anderswo in der Stadt. Die musst du aber erstmal. Ich verstehe, okay. Oder 2,50. Das wollen wir. Ja, du wolltest was essen, ne? Ja, wir müssen. Guck dir mal an. Ich glaub, wir haben leider auch keine Zeit mehr. Wir können jetzt quasi noch was essen und abspeichern. Und beim nächsten Mal müssen wir dann die offene Mission weiterspielen. Ja, ich muss sagen, es ist weiterhin ein lustiges Spiel. Aber halt echt. Dieser Absturz hat mich fertig gemacht. Es ist also hier so vieles, was mich fertig macht. Aber irgendwie, man ist schon so tief drin. Jetzt haben wir schon zu viel Energie reingesteckt. Sunken Cost Fallacy ist einfach zu hoch. Mhm. Wir können jetzt nicht aufhören. Nee, wir können schon aufhören. Also, ja. Wir werden auch aufhören. Wir werden auch, aber wir wissen noch nicht, an welcher Stelle. Exakt. Genau. Die Karte werde ich nicht anklicken. Hier könnte ich was. Wo oben. Esse ich noch mal? Oben ganz in meinem oben, Zimmer? Ja. Ganz oben hoch, diese weißen. Wenn du Hunger hast, greifst du dir auch mit der linken Hand an die rechte Schulter? Ja, das ist der um den Magen, weil der fällt sonst raus, der Magen. Ich halte ihn fest. Das ist so wie ein Schlaganfall, ne? Das tut dann, da kannst du zwar auch Getränke, aber jemand zurück. Ja, ich dachte mir, okay. Ich da ist wahrscheinlich jetzt der Eingang. Ja, ich hoffe mal, dass du jetzt noch was essen kannst da, aber die Uhrzeit sollte passen. Lananas. 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 Das Ding heißt original Lananas. My restaurant serves only the highest quality. Skip es weg. The real. Did I hear wrong then? I thought that Cajun food was the norm in a Cajun. Weißt du ganz genau, dass jetzt eine halbe Stunde über kyrillische Kost redet, ne, oder? A famous restaurant. Was it Arnaud's? No, don't tell me, I got it. None of those, Zach. But that place taught me very interesting. Alles klar. Such dir was aus. Also, was bist du? So, gibt's auch so eine, man kann das wirklich nur Bananas Foster. Ein beliebtes Dessert aus Vanilleeis und in gezuckertem Rum eingelegte Banane. Macht ziemlich satt. Das ist genau das, was wir brauchen. Zucker, Fett und Rum. Aber wenn es ist, ich hoffe, es macht satt und es macht deine Hitpoints auch hoch. Wenn nicht, musst du pennen gehen oder so. Ja, aber dann könnte ich doch jetzt auch mal einfach richtig lange pennen. Ich habe ja eigentlich wirklich nur 3 Stunden. Entschuldigung, Leute, ich muss das kurz mal wegdrücken, weil wir kommen sonst nicht zum Ende, weil hier keiner normales Gespräch führt. Deine Hitpoints sind nicht hochgegangen. Ja, dann müssen wir wirklich schlafen. Das lag an diesen 2 Stunden im Schlafsack, da wäre ich aber auch angeschlagen. Das schaffen wir noch ins Bettchen, bringen wir uns noch und dann warten wir, bis wir wieder in 4 Wochen Lust haben. Der Chat erwähnt es aber, wir sehen ja nur, wie der Kaffee trinkt da die ganze Zeit. Das hat er auch beim Frühstück da auch gemacht. Der hat ja auch nur den Kaffee getrunken und ganz anderen Sachen liegen lassen. Also egal, was du dir bestellst, du trinkst ja eh nur Kaffee. So, jetzt schlafen wir einmal richtig lang, ne? Man kann ja nicht vorschlafen, aber man kann es mal versuchen. 24 Stunden. Das ist, Alter, 24 Stunden. 24 Stunden. Da wachst du richtig auf mit so einem dicken Schädel und alles ist angequollen. Du hast dich so richtig verschlafen, hast du da richtig. Ach, und du kannst schon, du stinkst nach Matratze. Du riechst nach Schlaf, nach fauler Sau. Riechst du da? Apropos Geruch. Ungepflegt und übelriechend. Das ist auch eine gute Show. Heute bei Ungepflegt und übelriechend. Mundgeruch. Es ist auch ein Böhmermann-Podcast wieder. Das ist der Kontra-Podcast zu Böhmermann. Ungepflegt und übelriechend. Das ist eine gute Idee. Merkt euch das, merkt euch diese Namen. Ihr werdet irgendwann den Podcast hören. Mindestens. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Es war ein Spaß, irgendwie. Fragezeichen. Fragezeichen. Beantwortet das, schreibt in die Comments mit rein. Wir kommen hoffentlich bald wieder für euch zurück und duschen dann vielleicht. Bis dann. Mit euch.